Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Ernst Wolf. Herr Wolf, ich nenne Sie ja schon Wolf of Wall Street, weil Sie sind mein Finanzexperte und ich grüße Sie, weil Sie haben, sind sehr fleißig, ein weiteres Buch geschrieben, Finanztsunami, wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht. Ich möchte Ihnen erstmal zu diesem Buch gratulieren. Ich habe es an einem Abend durchgelesen und habe nicht nur geweint, ich habe auch gelacht, weil Ihnen in diesem Buch etwas gelingt. Erstens, die Geschichte der Finanzwirtschaft, nenne ich die mal, die ja schon sehr alt ist, das wollen wir in diesem Gespräch auch rausarbeiten, die sind jetzt nicht vom Himmel gefallen vor 25 Jahren, sondern die haben einen ziemlich langen Anlauf. Aber auf der anderen Seite eben auch, also ein Lehrbuch, dass man Step by Step das Buch wie bei YouTube kapitelmäßig, man kann springen. Ja. Aber auch, Sie haben etwas geschafft, was nicht vielen gelingt bei dieser trockenen Materie. Sie haben nicht die ganze Branche entzaubert. Also nach dem Motto, die sagen ja von sich immer, das ist so kompliziert, das ist nur was für Leute, die bei der NASA Berechnung durchführen. So ist es nicht. Es geht ums Geld, es ist relativ durchschaubar. Es ist auch immer nur anders verpackt, aber es geht letztendlich um verpackte Gier. Genau. Und bevor wir über das Buch reden, es so einfach auf den Markt zu bringen, ist ja jetzt erhältlich, war dann auch nicht so einfach. Sie waren ursprünglich bei einem anderen Verlag. Wollen Sie darüber reden, warum Sie da nicht mehr sind? Ja, es gab da einige Probleme mit dem Verlag. Andere Autoren haben ihre Bücher zurückgezogen, weil sie nicht mit mir in einem Verlag erscheinen wollten. Das hat warum? Natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich weiß es bis heute nicht. Ja. Ich weiß nicht, welche Intrige da gespielt wurde. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe dann sofort die Rechte zurückverlangt, weil ich denke, ich bin nur der Wahrheit verpflichtet und nicht gegenüber anderen Autoren oder gegenüber irgendwelchen Verlagen. Mhm. Und deswegen habe ich das Buch jetzt im Eigenverlag rausgebracht und bin dadurch also vollkommen unabhängig. Mhm. Das Buch bekomme ich aber für 19 Euro in den klassischen Buchhandlungen. Ja. Einfach mal nachfragen. Ich hätte gern Wolf, Finanztsunami, und dann kann man das auch haben. Aber lassen Sie uns einsteigen. Das Buch, wie gesagt, ist auch ein Lehrbuch und lassen Sie uns bei dem Status quo beginnen. Wir haben es ja mit einer Geld-Finanzwirtschaft zu tun, die vollkommen im roten Bereich abdreht, ja, wo wir Geldmengen haben ohne Ende, die abgekoppelt sind von der Realwirtschaft. Aber der Patient ist schon 75 Jahre alt, kurz vor dem Kollaps, letztendlich auch nicht mehr zu retten. Schlüsselsatz vielleicht hier fürs Gespräch. Die Welt ist derart überschuldet, das ist auch nicht rückzahlbar. Ganz genau. Können Sie mal die aktuelle Situation darstellen? Wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns auf jeden Fall im Endstadium dieses Systems, weil dieses System wird seit 2007, 2008 nur noch künstlich am Leben erhalten. Wie so ein Koma-Patient. Ganz genau. Das System ist 2007, 2008 ins Koma gefallen und wird nur durch Geldspritzen durch die Zentralbanken am Leben erhalten. Also die Zentralbanken pumpen seit 2007, 2008 Unmengen an Geld. Insgesamt sind es inzwischen, glaube ich, über 16 Billionen US-Dollar, die ins System eingespeist wurden. Das sind 16.000 Milliarden. Also das ist eine Riesenmenge, die da reingespeist wurde. Und die Zentralbanken haben seit 2007 den Leitzins insgesamt fast 700 Mal gesenkt. Das heißt, dass das Geld wird für größtenteils für Nullzinsen, zum Teil für sehr niedrige Zinsen, also Zinssätze wie 0,25% vergeben. Mhm. Das heißt, dieses Geld ist sehr billig. Mhm. Und dieses Geld wandert zum großen Teil in die Hände von Finanzspekulanten und wandert auf diese Art und Weise direkt wieder ins Finanzcasino. Das große Problem mit diesem Finanzcasino ist, dass in diesem Finanzcasino keine Werte geschaffen werden. Und in der Realwirtschaft werden ja Werte geschaffen und deswegen die Vergrößerung der Geldmenge entspricht dann einer Vergrößerung der realen Werte im Hintergrund. Da das nicht mehr der Fall ist, haben die Zentralbanken diese Funktion des Geldschöpfens übernommen. Die Zentralbanken müssen notwendigerweise immer mehr Geld ins System reinschießen, damit dieses Finanzcasino am Leben erhalten bleibt. Mhm. Herr Wolf, lassen Sie uns bei Null anfangen, weil wir haben auch sehr viele junge Zuschauer, die gerade vielleicht in der Schule sich mit Geld beschäftigen, was man ja gar nicht richtig macht. Ja. An deutschen Schulen spielt Wirtschaft ja keine Rolle, sondern einfach nur, das ist eine Kreditkarte, so funktioniert sie, geh mal shoppen und so. Leitzins, Geld, Wirtschaft. Ja. Können Sie mal aufdröseln, die Dinge haben ja miteinander zu tun. Geld hat einen reellen Gegenwert. Also können Sie mal, wie sollte es sein? Eigentlich ist das Geld ja mal entstanden als Tauschmittel. Also früher haben die Leute Waren gegeneinander getauscht und dann irgendwann haben die Edelmetalle diese Funktion übernommen, als Tauschmittel eingesetzt zu werden. Dann irgendwann ist hauptsächlich Gold benutzt worden, dann ist Silber benutzt worden, dann Nickel teilweise. Als stabiles. Und irgendwann haben die Leute entschieden, dass man auch Papiergeld druckt. Dieses Papiergeld war aber immer hinterlegt mit einer bestimmten Menge an Edelmetallen. Das heißt, es war an diesen wirklich realen Wert gebunden. Aber diese Bindung von Geld
an reale Werte ist im letzten Jahrhundert und zwar im Jahre 1971 aufgehoben worden. Damals hat Richard Nixon, der damalige Präsident der USA, die Bindung des Dollars vom Gold aufgehoben. Und seitdem haben wir es mit Fiat-Geld in der Welt zu tun. Das heißt mit Geld, das nicht mehr an einen realen Wert gebunden ist und das deswegen unkontrolliert vermehrt werden kann. Die Deckung ist ja auf der einen Seite das Vertrauen, dass man für das Geld, also wir sprechen hier über die Leitwährung, die global zirkuliert, auf die sich alle, den Dollar, dass wir dafür was bekommen. Aber die eigentliche Deckung ist natürlich das Militär. Das ist wahr, ja, genau. Also wer den Dollar nicht nimmt oder nicht Ware gegenüber dem Dollar rausrückt, der bekommt Besuch. Ganz genau, so ist es, ja. Heute haben wir es mit einer Wirtschaft zu tun, wo eben die Finanzkrake sagt, wenn ich Geld in den Finanzsektor auf einen Spieltisch packe, Casino-Spiele, kann ich mehr Gewinne machen, als wenn ich das Leuten gebe, die eine Fabrik bauen, daraus produzieren, die kriegen dann vielleicht 1, 2, 3%, aber im Bankensektor kann ich 25% und mehr als Rendite verlangen, die kriege ich auch irgendwie, aber wie gesagt, das ist einfach nur Plastikmoney, es ist nicht hinterlegt, irgendwann floppt ja das Ganze, irgendwann platzt diese Blase. Ja. Die Frage auch an Sie, weil ja viele sagen, die platzt, wann platzt die denn? Das ist sehr schwer vorauszusagen, weil es gibt immer wieder Mittel, mit denen das hinausgezögert werden kann. Also niemand hat vermutet, dass das weltweite, das globale Finanzsystem das Jahr 1971 sehr lange überlebt. Aber die Amerikaner haben es damals geschafft, der US-Dollar war ja die Leitwährung, die haben es geschafft, den US-Dollar sogar noch stärker zu machen, und zwar durch ein Abkommen mit den Saudis. Die haben damals entschieden, dass Erdöl, die meistverkaufte Ware der Welt, nur noch in Dollar gehandelt werden kann. Mhm. Auf diese Weise ist der Dollar, obwohl er vom Gold abgekoppelt wurde, noch stärker geworden. Und dann anschließend hat ein Prozess eingesetzt, und zwar der Prozess der Deregulierung. Es sind immer mehr Regularien für die Banken aufgehoben worden. Also Regeln. Regeln, genau. Ja. Also einschränkende Regeln. Ja. Zurückgehend auf die Krise von 1929. 1929 gab es ja den großen Börsencrash in den USA. Und daraufhin gab es sehr viel Empörung in der Bevölkerung. Und daraufhin hat man Gesetze erlassen, die Banken so ein bisschen gezügelt haben. Die haben nämlich das Geld der Anleger verspekuliert, das war einfach weg. Ja, weg war es nicht, es war an einer anderen Stelle. Ganz genau. Das ist ja genau der Punkt. Es ist ja nicht weg einfach. Das ist ja ein Riesenirrtum. Wenn das Geld beim kleinen Sparer einfach weg ist, dann hat es jemand anders. So ist es. Ja, so ist es tut immer so, als wenn es sich aufgelöst hätte. So ist es nicht. Ja. Da gibt es Gewinner. Damals sind viele Leute, also einfache Arbeiter und Angestellte, sind zur Bank gegangen und haben erfahren, dass ihre Gehaltskonten geplündert wurden, weil die Banker damit spekuliert haben, was sie gar nicht wussten. Mhm. Und daraufhin hat es eine große Bewegung gegeben, auch unterstützt von den Gewerkschaften damals, die relativ stark waren Anfang der 30er Jahre. Und daraufhin hat die Regierung in den USA reagiert und den Glass-Steagall Act erlassen. Das war ein Gesetz zur Trennung von Investmentbanken und Banken, die das klassische Bankengeschäft machen. In den Vereinigten Staaten werden Gesetze oft nach denen benannt, die sie Gesetze auf den Weg bringen, also Glass-Steagall. So ist es. Was ist eine Investmentbank? Eine Investmentbank ist eine Bank, die große Risiken eingehen darf, die mit dem Geld spekulieren darf. Also das normale Bankengeschäft ist ja einfach die Vergabe von Krediten zum Zwecke der Erwirtschaftung von Zinsen. Mhm. Also ich gebe Geld raus, ich gebe jemandem 3.000 Euro und verlange von dem 2 oder 5 oder 6% und bekomme das Geld dann nach einer bestimmten Frist dann zurück, inklusive dieser Zinsen. Das ist das klassische Bankgeschäft. Mhm. Die Zinsen, die gebe ich zum Teil an die Sparer weiter, deswegen geben die mir ihr Geld. Ganz und genau. Den Rest behalte ich selbst. Und ganz genau. Ja. Dann kommt noch rein, das Mindestreserveprinzip, was die Banken natürlich ungeheuer begünstigt. Erklären Sie das? Die Banken dürfen mehr Geld vergeben, als sie eigentlich haben. Das ist das eigentliche Geschäft. Ganz genau, ganz genau. Also wenn eine Bank zum Beispiel, früher war es so, wenn eine Bank meinetwegen 10 Millionen Einlage hatte, dann wurde ihr erlaubt, nur 10% davon zu behalten, also 1 Million, und 9 Millionen wieder weiter zu verleihen. Weil man sagte einfach, dass die Leute ja nicht alle auf einmal zu dieser Bank rennen und ihr Geld zurückhaben wollen. Mhm. Aber diese Mindestreserve, das Geld, was die Bank einbehalten muss, ist immer weiter runtergefahren worden. Also heute beträgt die Mindestreserve in der Schweiz 2,5%, in der EU nur noch 1%, und die Bank of England hat es geschafft, die Mindestreserve abzuschaffen. Die dürfen also unbeschränkt Geld verleihen. Das heißt, dieser ganze Zirkus funktioniert nur, solange verhindert werden kann, dass dieser Bankenrun stattfindet. Also irgendwann, da stimmt was nicht. Ja. Solange nicht große Menschenmengen zur Bank gehen, sagen, ich hätte gerne mein Geld, ja, reicht das Geld. Ganz genau. So ist das. Das, was wir heute erleben, also der Siegeszug des Dollars, der auch mit Krieg zu tun hat, weil Krieg ist ein Bombengeschäft, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Dieser Status quo hat einen sehr langen Anlauf, den Sie in Ihrem Buch auch skizzieren, und da möchte ich mit Ihnen jetzt mal einsteigen. Die Entstehung dieses Bankensektors, wie wir den heute nennen, der ist ja schon sehr alt. Wir sind im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. Ganz was ist genau die Situation in den Staaten? Was ist die Situation im Rest der Welt? Wie kann es sein, dass dort auf einmal sehr
wenige Männer sehr reich werden. Ja, ich finde es sehr interessant, dass das unser Bankensystem heute seine Wurzeln hat im Wilden Westen. Das passt, das ja. Das passt wirklich ja. Sehr gut. Und zwar in Amerika im 19. Jahrhundert, also zwischen 1800 und 1900, sind ja ganz viele europäische Siedler nach Amerika rübergegangen und haben den Westen erobert. Dadurch sind große Stahlkonzerne entstanden, die großen Eisenbahnkonzerne, große Ölkonzerne und so weiter. Und die haben sich einen gnadenlosen Wettkampf untereinander geliefert. Und um die Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, brauchten die immer mehr Geld. Auf diese Art und Weise sind die Geldverleiher, also die Banken, ungeheuer mächtig geworden. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, im Übergang zum 20. Jahrhundert, gab es die Bank des legendären J.P. Morgan. Seine Leute saßen in dem Vorstand von ungefähr 300 bis 400 Unternehmen. Also hatte eine ungeheure Macht und ein Privatvermögen, an das selbst Bill Gates heute nicht mehr herankommt. Mhm. Also auf diese Art und Weise ist etwas entstanden, was man damals den Money Trust nannte. Ja, verhasst also bei der Bevölkerung. Ungeheuer verhasst bei der Bevölkerung, weil immer mehr Einwanderer rüberkamen und viele Einwanderer dann auch keine Arbeit mehr gefunden haben, also die soziale Ungleichheit relativ groß war. Mhm. Da gab es auf der einen Seite dann Leute wie J.P. Morgan, die Rockefellers und so weiter, die in ungeheurem Reichtum geschwelgt haben, während andere Leute also auf der Straße nach Essen suchen mussten, weil sie keine Arbeit gefunden haben. Man hat damals auch eben diese Flucht nach Amerika ins gelobte Land ausgenutzt, indem man einfach die Löhne drücken konnte, und die haben dort im Grunde schon noch etwas härter Agenda 2010 vorausgenommen. Ganz genau. Motto, hey, wenn du es nicht machst, du den Hungerlöhnen, da finden wir jemand anders. So ist es. Das heißt, so sehen wir eben auch, so ist das Geld erwirtschaftet worden, wenn man immer sagt, Geld arbeitet. Nein, 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 Menschen arbeiten, und das, was ich ihnen als Lohn vorenthalte, das ist mein Gewinn. Da gab es die erste große Geschichte. Ja. Aber es gab noch sehr viele Banken, muss man dazu sagen. Es gab damals eine große Anzahl von Banken und es gab immer mehr Banken, und die großen Banken waren natürlich gar nicht glücklich darüber, dass sie keine Konkurrenz durch die kleinen bekommen haben, und deswegen haben die großen Banken reagiert, indem sie Bankenruns inszeniert haben. Also damals zum Beispiel 2007 gab es die Panik von... 1907 gab es die Panik von New York damals. Da gab es einen Bankenrun. Im Nachhinein muss man sagen, dass dieser Bankenrun wahrscheinlich von den großen Banken inszeniert wurde. Über die Medien. Über die Medien damals also die wurden ja damals sehr, sehr groß und sehr stark. Also das Radio setzte gerade ein und die Presse war sehr mächtig damals in den USA. Und also auch da schon die Verquickung zwischen Banken und Medien. Ja. Die Medien waren natürlich in der Hand von sehr reichen Leuten. Mhm. Oder die reichen Medienmogule hatten wiederum zu tun mit den großen Banken. Ist ja so ähnlich wie heute. Es hat sich nicht viel geändert in der Hinsicht. Ne? Ja, ja. Nur die Dimensionen haben sich ein bisschen verändert und die Art und Weise, wie die Leute heute belogen werden. Heute ist es alles wesentlich raffinierter. Damals war es noch etwas leichter zu durchschauen. Aber okay. Das Problem war, dass sehr viele Einwanderer damals nach Amerika gekommen sind und die sprachen noch nicht mal die Sprache. Also die mussten erstmal mit der Sprache fertig werden. Dann waren es viele Leute aus Europa, die ein relativ geringes Bildungsniveau hatten. Die waren also sehr leicht zu manipulieren. Mhm. Und das war natürlich ein großer Vorteil der Banken. Also da wurde in Angst geschürt, das Geld auf der Bank, auf der du bist, ist nicht mehr sicher. Geh mal hin zur Bank. Es kam damit eben zu diesem Bankenrun, zu den unterschiedlichsten Banken und damit zu einer riesigen Pleitewelle. Ganz genau. Und das war ganz interessant, weil die Regierung war damals unfähig, das Ganze zu kontrollieren. Und die Regierung hat damals den Banken erlaubt, Notgeld herauszugeben, um die politische Situation nicht eskalieren zu lassen. Und das hat die Banken natürlich gleich interessiert, weil das war das erste Mal, dass die Banken selber Geld herausgeben durften. Und die haben damals Blut geleckt und haben gedacht, also eigentlich wäre es doch schön, dieses Geldschöpfungsmonopol in unsere Hände zu bekommen. Mhm. Also aus diesem Grunde haben sich dann mehrere Banken zusammengetan mit einigen Politikern und im Jahre 1913 dann die Federal Reserve, also die US-Zentralbank, gegründet. Sie springen. Bleiben wir mal im Jahre 1907. Also Ja. Viele Banken überleben das nicht. Ja, genau. Ja, es gibt Tausende von Banken. Ja. Ich glaube, 25.000 gab es und 11.000. Das war ein bisschen später, das war dann 1929. Okay, aber damals war es auch schon das Bankenabrauschen. Ganz die Konkurrenz genau. wird ärmer. Ja. Ja, und das heißt, die Leute müssen dann zu den wenigeren Banken gehen, da machen die das Geschäft. Da haben schon Menschen die Idee, das können wir eigentlich etablieren und wir können die FED gründen, auch wenn sie noch nicht wissen, dass sie die FED nennen. Und es gibt auch den ersten Anlauf von 1910. Ja. Wir können noch nicht gehen. Können Sie mal erklären, wer hat sich da getroffen und was war die Idee? Also die Idee war eine Zentralbank zu gründen. Bis dahin gab es in den USA keine Zentralbank, das Geldschöpfungsmonopol lag beim Staat. Und die Idee war, eine Zentralbank im Stile der Bank of England zu gründen. Was ganz interessant ist, ist, dass die Bank of England bis 1946 in privater Hand war. Das müssen Sie gleich nochmal wiederholen. Ja, 1946 ist sie verstaatlicht worden. Also die meisten Menschen denken ja, dass Zentralbanken alles immer nur staatliche Institutionen sind und dass die Zentralbanken eigentlich die Funktion haben, das Bankensystem zu kontrollieren im Interesse der Menschen. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Die Zentralbanken sind entstanden aus den Banken heraus und betreiben das Geschäft der Banken. Natürlich wird das verbrämt in Zusammenarbeit mit der Politik.
Aber das Wichtigste eigentlich im Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Politik und Zentralbanken ist, dass der Mechanismus, mit dem, über den beide verbunden sind. Also die Regierungen können ganz einfach Anleihen herausgeben und die Zentralbanken kaufen ihnen diese Anleihen ab und drucken zu dem Zweck Geld. Mhm. Auf diese Art und Weise kann sich die Regierung immer bei der Zentralbank bedienen und sich dadurch finanzieren lassen. Aber parallel dazu sagt die Bank auch für diesen Service, erstens kassieren sie dafür Gebühren und sie können auch bestimmen, wenn die Politik mehr Geld will, als eigentlich da ist, das machen wir schon, aber dafür kriegen wir was. Macht. Genau das zeigt, dass dass die wirkliche Macht da bei den Zentralbanken liegt, also bei den Banken selber. Und die Federal Reserve zum Beispiel ist ja nichts anderes als ein großes Bankenkartell. Mhm. Und dieses große Bankenkartell beherrscht die Politik in den USA seit ihrer Gründung 1913. Herr Wolf, aber das muss man nochmal aufdröseln. Viele halten ja die Fed vor 2-3 Jahren, wenn man das gesagt hat, war das noch ein Gerücht oder das war alles Verschwörungstheorie. Es ist ein Bankenkartell, es sind also 6 Banken, wenn ich richtig informiert bin, aber es sind 16, ja, aber genau. Die Gründungsmitglieder waren nur... Das waren 6 Politiker und 6 Banker, glaube ich, oder 5 oder 6 Banker. Aber es ist eine private Politiker. Veranstaltung. Es ist eine private Veranstaltung. Das ist eigentlich eine Aktion gewesen, die der Traum aller Verschwörungstheoretiker gewesen wäre. Also es war eine Verschwörung. Und zwar im Jahre 1910 haben sich Banker aus der Wall Street unter höchst ominösen Umständen mit einigen Politikern getroffen. Und Entenjagd. Unter dem Vorwand zu einer Entenjagd zu gehen, mit falschen Namen ausgerüstet, also von der Öffentlichkeit völlig abgeschirmt, haben sich auf Jekyll Island, einer Insel, getroffen in einem Clubhaus, das damals JP Morgan, also dem reichsten Banker der Welt, gehörte. Und diese Banker haben zu dem Zeitpunkt 25% des weltweiten Reichtums repräsentiert. Und die haben sich mit 2 entscheidenden republikanischen Politikern getroffen und haben da einen Plan ausgearbeitet, wie man eine US-Zentralbank gründen könnte. Und haben sich eine Woche lang darüber beraten, haben das Ganze dann in den Kongress eingebracht. Nur ihr Problem war, dieser Vorschlag ist abgeschmettert worden. Sie reden von Nelson Aldrich. Der Nelson Aldrich war der Politiker, der damals das in den Kongress eingebracht hat, und der war selber, ich glaube, der Schwiegersohn von irgendeinem großen Banker. Also der hatte jedenfalls mit der Rockefeller-Familie, genau, war der verbandelt und war auch als Freund der Banken bekannt. Und das ist im Kongress abgelehnt worden. Nach dem Motto, wir wissen, was ihr da vorhabt. Ganz genau, ganz genau. Und dann haben die was ganz Raffiniertes gemacht. Die haben sich nämlich nochmal getroffen, haben den ganzen Plan ein bisschen verändert, haben ein paar Wissenschaftler rangeholt, ein paar Ökonomieprofessoren, haben das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich verbrämt neu formulieren lassen. Und dann haben sie selbst einen Feldzug gestartet gegen diesen neuen Plan. Also Nelson Aldrich ist damals aufgetreten und hat gesagt, dieser neue Plan für eine Federal Reserve engt die Banken in ihrer Funktionsweise ein. Das ist fast schon kommunistisch. Ja, genau. Und daraufhin haben die Leute wirklich geglaubt, dass die Federal Reserve eine Institution ist, um die Banken zu kontrollieren. Also der Trick, wenn ein Banker dagegen ist, dann müssen wir dafür sein. So ist es. Das ist ein bisschen der AfD-Trick. Ja, ein bisschen schon, ja. Ja, also die AfD, um gleich mal einzuschwenken, alle glauben, wenn sie die AfD wählen, dass sie den kleinen Arbeiter stärken, aber jetzt werden sie von Frau Alice Weidel von Goldman Sachs repräsentiert. Ja, das wissen so viele ist nicht. So ist das es ist dasselbe ja, praktisch. Ja, es funktioniert immer wieder, Herr Wolf. Ja. Offensichtlich, ja. Ja, es ist traurig, wenn man die Geschichte ansieht, wie oft die gleichen Mechanismen immer wieder funktionieren. Mhm. Aber das zeigt auch den Zynismus der Leute, die an der Macht sind. Dass die also die glauben, dass das einfache Volk wirklich immer ihnen alles auf Biegen und Brechen glauben wird, bis in alle Ewigkeit. Aber das ist heute eben ein bisschen anders. Ich glaube, also für die Zukunft sehe ich da also wirklich positive Ansätze, weil heute eben die Kommunikationsmittel so groß sind. Okay, wir sind im Jahre 1913. Ja. Die FED soll gegründet werden. Das macht man politisch auch im Dezember. Das macht man am 23. Dezember, als die meisten Abgeordneten schon in den Ferien sind. Und man macht es dann am Vormittag, glaube ich, des 24. Dezember, lässt man den Präsidenten das unterschreiben. Also das ist so, ich meine, Ähnliches passiert hier bei uns. Also als das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft oder das Spiel Deutschland-Brasilien bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft war, als Deutschland so hoch gewonnen hat, wurde zur gleichen Zeit im Bundestag verabschiedet eine Gesetzesvorlage, um den Mindestlohn aufzuweichen. Also dieses Prinzip wird immer wieder angewandt. Dann, wenn die Leute irgendwo in eine Richtung gucken, gehen die Politiker hin und beschließen etwas, was den Leuten wahrscheinlich sonst nicht gefallen würde. Seit diesem Tag 1913, ich sage mal 2013, weil es eigentlich so ähnlich ist, alles, gibt es die FED, diese Zentralbank. Ja. Sie wird immer mächtiger und es vor allem entsteht da eine Kaste. Das ist ganz wichtig, nämlich die Kaste
Finanzelite, Politikelite, Revolver, man tauscht durch und ganz hat genau. Die Industrie im Hintergrund. Ja. Das heißt, in dem Moment ist auch ganz klar, dass diese repräsentative Demokratie, die dort ja immer als die Urdemokratie gefeiert wird, dass das letztendlich eine Finanzdemokratie ist, die Oligarchen. Ja, man muss auch wissen, dass also das Wort Demokratie im Zusammenhang mit den USA sehr mit Vorsicht zu gebrauchen ist, weil die USA sind gegründet worden auf der Grundlage des Mordes und der Vernichtung von 800 einheimischen Indianervölkern und auf der Grundlage der Versklavung von Millionen von schwarzafrikanischen Menschen. Also das sind zwei ungeheure Verbrechen, die Gründung der USA begleitet haben. Mhm. Also deswegen von demokratischen USA zu sprechen, von einem Land, das sich selbst also immer dieser Demokratie da lobt, da muss man wirklich große Zweifel anmelden. Mhm. Sie haben ja auch in den USA studiert. Gibt es Bewegungen in den Vereinigten Staaten, die sagen, wir müssen die eigene Geschichte mal aufarbeiten? Gibt es ja, die gibt es auf jeden Fall. In vielen studentischen Kreisen gibt es die. Natürlich ist die auch in den letzten Jahren ein bisschen versiegt, weil die Politik ist in den Hintergrund geraten bei den jungen Leuten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es heute immer schwieriger ist, in den USA einen Job zu finden. Und die jungen Leute damit beschäftigt sind, oft schon während des Studiums sich umzusehen, wo sie später arbeiten können. Also dieser ganze ökonomische Druck, der auf den Leuten lastet, hat dazu geführt, dass große Teile der jungen Bevölkerung entpolitisiert worden sind. Die FED 1913 gegründet, tritt ihren wirklichen Siegeszug mit dem Dollar, aber erst während des Zweiten Weltkriegs. Nee, während des Ersten schon. Also richtig. Die ist ja 1913 gegründet worden und zu ihrem großen Glück, muss man sagen, ist dann in Europa der Erste Weltkrieg vom Zaum gebrochen worden. Also damals hat Österreich-Ungarn erstmal Serbien den Krieg erklärt, dann haben die Engländer Deutschland den Krieg erklärt, dann hat Deutschland, Frankreich und Russland den Krieg erklärt. Also der Anfang des Ersten Weltkrieges, der Erste Weltkrieg ist ins Rollen gekommen und da hat die amerikanische Finanzelite sofort gerochen, dass sie da gut dran verdienen könnte. Die hat nämlich Kredite vergeben. Und zwar Kredite, damit in Europa der Krieg geführt werden konnte. Und das an wen hat sie die Kredite vergeben? An Großbritannien, an Deutschland, an Italien, aber auch an Russland zum Beispiel. Also an die alle? Völlig hemmungslos. Die haben die Gegner, die sich auf europäischem Boden bekriegt haben, die haben sie alle mit Waffen versorgt und mit Geld versorgt, von dem sie wussten, dass es für Waffenproduktion eingesetzt werden würde. Interessant in dem Zusammenhang. Noch eine Sache ist, dass der amerikanische Präsident Woodrow Wilson damals gewählt wurde als Antikriegspräsident, aber trotzdem Amerika 1917 in den Krieg reingeführt hat. Interessant ist, da möchte ich mich darauf kommen, Amerika hat ja immer gesagt, okay, sind neutral, das sollen die in Europa machen, geht sie nichts an. Dass die Fed als die Bank, die den Dollar ausgibt, in den Krieg mit einsteigt, hat damit zu tun, dass sie eben auch sagen, okay, wir rüsten die Gegner Deutschlands auf, aber gleichzeitig rüsten wir auch Deutschland auf, damit da alles kaputt geht. Da haben wir partizipieren auf beiden Seiten und dann haben die auch eine riesige Aversion gegen Russland, gab es ja auch damals schon, finden wir wunderbar. Also wenn man in diese Richtung geht, also Adolf Hitlers Lebensraum im Osten, da war auch keine so neue Idee, sondern da hat man immer schon gesagt, da kann man schon Cash mitmachen. Ich stoße aber in Ihrem Buch eben auch auf die Summen, die sie ausgegeben wurden. Das ist ja extrem viel Geld gewesen, das an Großbritannien und Deutschland ausgegeben wird. Und Amerika steigt erst dann in den Krieg ein, als sich abzeichnet, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg gewinnen könnte, denn sie hatten mehr Kredite an die anderen ausgegeben als an Deutschland und da mussten sie dann praktisch mit einsteigen. Das ist ganz einfach eine Rechnung gewesen. Es ging nur um Summen, um die Zurückforderung von Geldern. Und es ging ja dann auch noch weiter nach dem Krieg. Der Versailler Frieden wurde ja dann abgeschlossen und dann wurden ja Reparationszahlungen für Deutschland beschlossen. Und das Interessante ist, dass diese Reparationszahlungen, offiziell in der Schule haben wir ja alle gelernt, also Deutschland musste seine Schuld begleichen bei England, bei Frankreich, bei Italien. Aber interessant ist ja, wenn man sich ansieht, wer diese Reparationszahlungen dann entworfen hat und welchen Namen die getragen haben. Also das erste war der Dawes-Plan und dann später war es der Young-Plan. Dawes war ein amerikanischer Banker, der später Vizepräsident wurde und Young war ein großer amerikanischer Industrieller. Das heißt, die USA haben diese Reparationszahlungen entworfen und zwar mit einem einzigen Hintergedanken. Die wollten nur, dass Großbritannien, Frankreich und Italien in die Lage versetzt werden, die Kredite, die sie nicht mehr zurückzahlen konnten, doch noch zu bedienen. Mhm. Also das war einfach Geld, weil um diese Reparationszahlungen zu leisten, musste Deutschland sich dann von den USA wiederum Geld leihen. Das heißt, dieser Kreislauf wurde dann geschlossen. Also die USA haben Deutschland Geld geliehen, Deutschland hat damit seine Kriegskosten, seine Reparationszahlungen an Großbritannien geleistet und Großbritannien zum Beispiel hat damit dann seine Kriegskredite an die USA wieder zahlen können. Also das war insofern ein doppeltes Geschäft, weil die Kredite, die damals die Vereinigten Staaten an Frankreich und England ausgegeben haben, wurden ja direkt wieder in Amerika investiert, weil die haben ja dort auch Rüstung gekauft. Ganz genau. Also das heißt, dieser Zirkel, der da läuft, der läuft schon sehr lange, aber es entsteht in dieser Zeit eben in den Vereinigten Staaten auch
die Anfänge des militärisch-industriellen Komplexes, ja. Weil die Rüstungsindustrie fängt an, im Ersten Weltkrieg richtig zu boomen, ja, und Europa mit diesen Waffen zu versorgen. Das geht ja immer so weiter. Das geht dann nahtlos im Zweiten Weltkrieg über. Mhm. Also man muss sagen, dass das 20. Jahrhundert eigentlich im Zeichen des Kampfes um die Nachfolge des britischen Empire stand. Also das britische Empire hatte die Welt ja über zwei Jahrhunderte ungefähr beherrscht. Und die Briten, das fing an mit dem Burenkrieg in Südafrika, da hatten die Briten die ersten Schwierigkeiten. Dann im Ersten Weltkrieg, da haben die Briten viel Geld ausgegeben, waren relativ hoch verschuldet danach. Und mit dem Zweiten Weltkrieg endete dann das britische Weltreich endgültig, weil die Briten so viel Geld ausgegeben haben, so große, hohe Schulden hatten. Mhm. Die beiden Kandidaten für die Nachfolge waren Deutschland und die USA. Es ging also eigentlich nur um einen Kampf, wer wird jetzt der Nachfolger als weltweite globale Supermacht. Mhm. Und da haben sich Deutschland und die USA eigentlich einen Kampf geliefert. Und das Interessante ist, dass bei den USA durch den Ersten Weltkrieg, also durch die Einstellung, mit der die in den Ersten Weltkrieg reingezogen sind, ein politisches Prinzip geboren wurde, das wir heute noch sehen. Und zwar ist das Prinzip der globalen Destabilisierung. Die USA tun alles, um die Welt global zu destabilisieren, um die eigene Macht zu stärken. Ja, destabilisieren und profitieren, das ist Fettpolitik. Ganz genau. Also die Fett ist das Mittel dazu, so ist es. Und dann schickt man das Militär. Aber lassen Sie uns genau, ja, an diesen Ersten Weltkrieg zurückkehren. Der Krieg ist verloren, Deutschland soll zahlen. Ich glaube, die letzte Reparationszahlung, so war damals der Plan, Versailler Vertrag, wäre 1988 bezahlt, ja, worden. Genau. So. Das aber, zeigt aber auch die Hemmungslosigkeit, ja, die Hemmungslosigkeit. Diese Leute Kredite vergeben und praktisch zukünftige Generationen, die noch nicht mal geboren sind, mit Schulden belasten. Also, mhm, das zeigt so ein bisschen mal die moralische Einstellung von der Finanzelite. Mhm. Aber nachdem Europa am Boden liegt, finanziert die Fed auch Teile der Weimarer Republik. Da geht's weiter. Ja, also die haben dann auch weiter Geld vergeben an die Weimarer Republik. Und haben gut verdient und haben aber gleichzeitig auch sehr viel Geld vergeben an die eigene Bevölkerung. Also es wurde eine riesige Kreditblase Diese Roaring Twenties fangen an. Ganz genau, die goldenen 20er Jahre damals. Und das führte dazu, dass immer mehr kleine Banken wieder aufgetaucht sind, die dann auch wieder Kredite vergeben haben und manchmal zu günstigeren Konditionen als die großen. Und das hat die großen Banken dann auch wieder geärgert. Und so muss man sagen, der Bankencrash von 1929, also der ganz große Crash, ja, damals, man kann es nicht nachweisen, dass es von den Banken damals gesteuert war, aber der große Profiteur dieser ganzen Sache waren wieder die großen Banken, weil in Amerika sind danach 10.000 kleine Banken verschwunden, mhm, und die großen Banken haben das Geschäft übernommen. Mhm. In Deutschland ist damals nach 1929 auch das Bankengeschäft ganz stark konzentriert worden. Es hat allerdings auch dazu geführt, dass in Deutschland der Staat in große Schwierigkeiten kam, dass weniger Sozialausgaben Geld für Sozialausgaben da waren und dass es eine höhere Arbeitslosigkeit gegeben hat, weil plötzlich diese Kredite zu höheren Zinsen bezahlt werden mussten. Mhm. Also der Auslöser für diese ganze Krise 1929 war, dass die Fed damals ganz plötzlich die Zinsen angehoben hat. Mhm. Zu einer Zeit, wo ganz viele Kredite vergeben worden waren. Das heißt, da gingen dann große Banken oder kleinere Banken eben pleite und es kam zu dieser mit einem Delay zu einer auch Massenarbeitslosigkeit in Europa. Das bedeutet, in der Weimarer Republik, wo man gelebt hat nach dem Ersten Weltkrieg, feiert man eben, dass auf einmal eine hohe Arbeitslosigkeit da ist und das ist der Aufstieg der Nationalsozialisten. Ganz genau, ganz genau. So geht das los. Also eigentlich hat die Fed durch die Zinserhöhung in den USA damals den Aufstieg der Nationalsozialisten in Deutschland ganz stark begünstigt. Jetzt könnte man sagen, das ist aber weit hergeholt. Überhaupt nicht, weil Kollegen der Fed treffen sich später mit Adolf Hitler, schon vorher, genau, aber auf dem Obersalzberg. Ja. Das muss man nochmal sagen. Also Abgesandte, ja, der Fed, Wall Street Banker treffen sich mit Adolf Hitler, nachdem er bereits Reichskanzler ist, aber schon vorher Geheimtreffen, ich glaube 10 Tage vor der Ernennung, auf dem Obersalzberg, um was zu tun? Um zu beschließen, die Zusammenarbeit zwischen beiden, ganz einfach, weil die amerikanische Finanzelite hat anschließend Adolf Hitler weiterfinanziert und hat ganz erheblichen Anteil daran gehabt, dass Adolf Hitlers Kriegsmaschine aufgebaut werden konnte und dass er den Zweiten Weltkrieg führen konnte. Mhm. Das heißt, sie haben in deutsche Unternehmen investiert, IG Farben natürlich, ja, Standard Oil und so weiter. Was war denn das Interesse? Ford, Opel? Das Interesse der Amerikaner war einfach Geld zu verdienen. Also die vergeben einfach Kredite und kriegen dafür Zinsen und steigen natürlich bei großen Unternehmen ein und, mhm, da auch mit zu verdienen, tun das aber ohne jede Hemmung. Also, mhm, die wussten damals ganz genau, wozu in Deutschland zum Beispiel künstliches Benzin hergestellt werden sollte. Da hat Standard Oil zusammen mit IG Farben gearbeitet und sehr viel geforscht. Und es sind auch sehr viele Patente entstanden, die damals später alle in den USA gelandet sind. 2000 Stück.
Ja, ganz genau. Aber das war so, dass die Amerikaner eigentlich alles wissen mussten, weil Adolf Hitler hatte ja Mein Kampf geschrieben und da stand ja die ganze, da war sein Antisemitismus drin begründet, da war der Lebensraum im Osten drin beschrieben. Es war Da ganz klar, leuchteten die Glocken. es war ganz klar, dass damals also Kriegsvorbereitungen stattfanden, dass man dann irgendwann in den Osten marschieren würde. Und wie direkt die Amerikaner daran mitgearbeitet haben, sieht man zum Beispiel an General Motors. Also General Motors hat 1929 Opel übernommen. Die haben ab 1935 angefangen, Opel Blitz Blitzlaster herzustellen Ja. und diese Opel-Blitzlaster waren die Logistik praktisch für den Einmarsch in Polen. Ja. Also das waren von einer amerikanischen Firma in Deutschland hergestellte Laster, die dann dafür gesorgt haben, dass die Nationalsozialisten in Polen einmarschieren und den Zweiten Weltkrieg beginnen konnten. Auch die Volkszählung, die damals in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, von der Firma IBM, hat die Maschinen zur Verfügung gestellt. Die waren ja ein Patent auf dem Hollerith basiert. Ja, auch Richtig. das hat man, da hat man in Deutschland so ein bisschen erfasst. Wer ist Jude, wer ist wehrfähig und so weiter. Auch da hat man geholfen. Ich glaube, es gab über 500 Firmen, die während des gesamten Zweiten Weltkriegs, also amerikanische Firmen, in Deutschland gearbeitet haben und auch ja kriegswichtiges Material hergestellt haben. Also es gab ja auch verschiedene Additive, die man Sprit zufügen musste, damit deutsche Bombe überhaupt abheben, kam von Standard Oil. Ja. Das war ja ein Verbrechen. Ja, absolut. Ist denn dann irgendjemand später mal dafür belangt worden? Also Stichwort Nürnberger Prozesse? Die Nürnberger Prozesse sind einfach nur eine Schauveranstaltung gewesen, um das Märchen von dem Kampf Demokratie gegen Faschismus aufrechtzuerhalten. Also der Zweite Weltkrieg, das wurde uns ja in der Schule so beigebracht, war ein Kampf der Demokratie, also repräsentiert durch die USA, gegen Diktaturen, also Deutschland, Adolf Hitler, Italien, Mussolini und Japan unter dem Tenno, dem Kaiser damals. Aber nichts davon ist wahr. Also das war einfach nur ein Märchen, was den Leuten erzählt wurde, weil der Zweite Weltkrieg ist nichts anderes als es ist nur unter zu Hilfe kommen der Banken der angeblichen Demokratien passiert. Also ohne das wäre der Zweite Weltkrieg nicht passiert. Also Adolf Hitler war damals auch ein nützlicher Trottel für die Kollegen der Wall Street, weil Lebensraum im Osten bedeutet, was wir heute eben auch haben, dieses riesige Rohstofflager von deren Sicht aus betrachtet, nämlich Russland. Aber das ist ja der Punkt. Adolf Hitler macht dann etwas, nachdem er ewig natürlich gegen die Kommunisten hetzt, Ja. Macht einen Pakt mit Stalin, dass er doch nicht mit ihm sich nicht anlegen will. Er bricht das später, aber in dem Moment leuchten dann doch die Alarmglocken, die Alarmlampen leuchten doch in New York auf, als man merkt, huch, der erobert jetzt doch nicht Ja, das war natürlich für die USA damals ein ziemlicher Schock, als plötzlich Adolf Hitler und Josef Stalin sich zusammengetan haben. Wobei das natürlich also eine absurde Paarung gewesen ist, weil der Ja. eine hat den anderen immer als Schlächter der Arbeiterklasse bezeichnet und der andere hat immer gesagt, das wäre der Bolschewistenführer, der dafür verantwortlich ist, dass Kinder in Feuer geworfen werden und so weiter. Also da gab es ja die schlimmsten Hetzkampagnen damals gegen den Bolschewismus. Und die beiden haben sich dann einfach aus der praktisch der Not heraus zusammengetan und haben dann versucht, Europa unter sich aufzuteilen. Also damals wurden ja einige Länder dann aufgeteilt Ja. unter den beiden. Auch Polen, Aber ja. Polen, Estland, das wird ja verteilt. Da sehen die ganz plötzlich, genau. da einigen sich zwei unserer Ärzte, die sollen sich eigentlich auslöschen, sollen sich kaputt machen. Jetzt Ganz treffen genau. die sich. Was bleibt da für uns übrig? Interessant finde ich, als Adolf Hitler diese Operation Barbarossa startet und eben Ja. einfach diesen Pakt bricht, dass dann die Amerikaner anfangen, die Russen zu unterstützen. Ja, das gab ja dann einfach auch eine Zusammenarbeit über alle ideologischen Grenzen hinweg, weil Mit vorher schwerem hieß es ja Material, immer, ja. ganz genau, vorher hieß es ja immer, der Kommunismus ist der größte Feind der Freiheit. Dann wurde aber im Zweiten Weltkrieg, um Adolf Hitler im Zaum zu halten, haben dann die Amerikaner mit der Sowjetunion einmal zusammengearbeitet. Das haben sie allerdings nur bis zum Ende des Krieges getan und dann haben sie die Sowjetunion wieder rausgekramt als den größten Feind der Menschheit und haben dann den Kalten Krieg begonnen gegen die Sowjetunion. Das zeigt, wie skrupellos diese Banker sind, weil die Idee dahinter war, um dem mal zu verstehen, das wird in Ihrem Buch auch gezeigt, und damit entzaubern Sie diesen ganzen ideologischen Überbau, wir tun nur das Gute. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Absolut. Wir müssen aber dafür sorgen, dass er sich auch streitet, dass er sich lange streitet, möglichst viel kaputt ist und dann sind wir den Erzfeind Großbritannien letztendlich los, weil Ja. der muss weg und die anderen sind nützliche Trottel. Das ist dann soweit. Wir schreiben das Jahr 44, Ja. 45 die Ecke und jetzt fangen die Amerikaner bereits an, die neue Weltordnung Ja. In die Wege zu leiten. Das ist die Konferenz von Von Bretton Bretton Woods, Woods, ja. Wo der Dollar seine große Macht global antritt. Können Sie das beschreiben? Ja, genau. Europa ist kaputt. Die Konferenz von Bretton Woods war die Geburtsstunde unseres jetzigen Finanzsystems. Also damals ist etwas passiert, was es vorher in der Welt noch nicht gegeben hatte. Es ist nämlich eine Währung, der US-Dollar, zur Leitwährung für die gesamte Welt erklärt worden. Damit hat sich die Fed, die Federal Reserve in den USA, die ja vorher sich den ganzen amerikanischen Markt schon unterworfen hatte, praktisch den Rest der Welt unterworfen. Weil eine Leitwährung hatte es vorher nicht gegeben. Der Dollar wurde damit, also alle anderen Währungen der Welt wurden an den Dollar gebunden, der Dollar wurde an Gold gebunden. Auf diese Art und Weise haben
haben die Amerikaner ihr größtes Problem beseitigt. Das größte Problem 1945 war nämlich die Überproduktion. Im eigenen Land. Im eigenen Land. Die Amerikaner haben ja die Produktion so ganz stark rationalisiert und haben ja die Fließbandproduktion Anfang des Jahrhunderts eingeführt. Und irgendwann war der Markt in Amerika gesättigt und 1945 war das große Problem. Damals entstand jede zweite Ware der Welt in den USA und die brauchten neue Märkte. Und um sich diese Märkte zu erschließen, haben sie in Bretton Woods den Dollar zur Leitwährung für die gesamte Welt gemacht. Und damit haben sie ja auch den Startschuss gegeben für den ganz großen Nachkriegsboom. Die nächsten 25 Jahre hat ja der Dollar die Welt dann praktisch erobert. Und das hat zu einem riesigen Boom geführt und dazu geführt, dass der Dollar bis in die letzten Winkel der Erde vorgedrungen ist. Mhm. Aber lassen Sie uns nochmal genau in diese Situation kommen. Also man hat ja damals auch gegenüber den Briten, Keynes, einen Trick angewendet. Also es gab ja damals die Idee aus Großbritannien eigentlich eine synthetische Währung herzustellen, ja, die gar nicht gehandelt wird, sondern reine Buchwährung war. Diese Idee war aber auch aus Deutschland geklaut, weil die Idee der Leitwährung war eine Idee der Nazis. Die wollten nur nicht den Dollar als Leitwährung, sondern die Reichsmark. Genau. Also wenn man da ins Detail geht, weil das unglaublich spannend ist, dann ein Krimi. Können Sie das mal beschreiben? Wie kam es später zum Dollar? Gab es ja vorher Ideen? Wer wurde da über den Tisch gezogen? Also auf jeden Fall war es so, dass die Konferenz von Bretton Woods, bei dieser Konferenz waren 44 Länder anwesend. Eigentlich hätte man 42 Länder nach Hause schicken können, weil die Konferenz von Bretton Woods hatte vorher 2 Jahre Geheimkonferenzen zwischen Großbritannien und den USA gesehen. Also die hatten vorher schon alles abgesprochen. Man hat das richtig geübt vorher. Ja, und es war auch alles klar. Also wenn man, es gibt da einige Bücher darüber, über die Konferenz von Bretton Woods, unter anderem The Summit von einem kanadischen Journalisten Conway, der das ganz hervorragend alles beschreibt. Und da wird einem sonnenklar, dass die USA und Großbritannien vorher alles festgelegt hatten und das Machtverhältnis war zugunsten der USA gekippt. Die USA hatten das alleinige Sagen auf dieser Konferenz. Die Briten haben sich ja später noch über das Konferenzergebnis beschwert, haben das nochmal in Frage gestellt. Also Keynes und White treffen aufeinander. Ja, ganz genau. Und die Briten wollten dann das nicht akzeptieren. Daraufhin haben die Amerikaner gesagt, pass auf, ihr wollt von uns doch noch einen Kredit haben über mehrere Milliarden. Diesen Kredit kriegt ihr nur, wenn ihr Bretton Woods zustimmt. Und daraufhin hat das britische Parlament dem Kredit zugestimmt. Also es war reine Erpressung. Also England war auch natürlich durch den Krieg sehr angeschlagen, brauchten dringend Ware. Der große Schuldner der Erde damals. Ja, brauchten auch Material, um die Bevölkerung über Wasser zu halten, mit Decken, Lebensmitteln. Und da hat man sie praktisch erpresst. Also entweder ihr beißt einen sauren Apfel oder ihr geht alle über den Jordan. Das war die Geschichte. So wird der Dollar die Weltwährung. Aber damals hat schon Triffin, ein Ökonom, gesagt, der Dollar hat in sich beim Staat schon ein Riesenproblem. Was ist diese Triffin-Doktrin? Ja, das große Problem ist, dass eben dadurch, dass der Dollar sich in der Welt immer weiter verbreitet hat und die Federal Reserve praktisch unbegrenzt Dollar drucken konnte, gab es ein immer größeres Missverhältnis zwischen Dollar und Gold. Also es gibt damals schon klar, so viel Gold könnt ihr gar nicht schürfen, wie plötzlich der Dollar durch Verbreitung benötigt, um gedeckt zu sein. Ganz genau. Und die Investoren sind natürlich nicht dumm, die haben das so langsam mitbekommen. So Mitte der 60er Jahre wurde langsam angezweifelt, ob man für seine Dollar noch genug Gold bekommen konnte. Und dann ist der französische Präsident de Gaulle damals plötzlich hellhörig geworden und hat die französischen Goldvorräte aus New York wieder zurückgeholt. Also richtig damals, so mit dem Schiff. Ganz genau. Damals waren die ganzen Goldvorräte Westeuropas waren in den USA gelagert, weil man Angst hatte, dass die Sowjetunion vielleicht Westeuropa angreifen könnte. Aber weil eben diese Dollarmenge da immer größer und die Goldmenge da im Verhältnis dazu immer kleiner wurde, hat de Gaulle diese französischen Goldvorräte zurückgefordert. Dann haben die Investoren weltweit plötzlich aufgehorcht und dann setzte ein Run auf das Gold ein. Und daraufhin hat Richard Nixon, der damalige Präsident, dann die wichtigste Fernsehsendung der USA, nämlich Bonanza, an einem Sonntagnachmittag unterbrechen lassen und hat also ich war zu der Zeit selber in den USA und saß vorm Fernseher. Also nochmal, der Präsident unterbricht Bonanza, da muss es wirklich ernst sein. Ja, ganz genau. Und dann verkündet er, also wir haben die Gold-Dollar-Bindung beendet. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, dass alle damals gedacht haben, wieso erzählt er uns das? Ist das so wichtig? Ja. Und man muss im Nachhinein sagen, dass das eines der wichtigsten Ereignisse im letzten Jahrhundert gewesen ist, weil dadurch hat der Dollar praktisch seine Grundlage verloren. Mhm. Seitdem existiert der Dollar nur deswegen, weil die USA das mächtigste Land der Erde sind. Mhm. Und die USA sind das mächtigste Land der Erde, vor allem deswegen, weil sie das größte und stärkste Militär haben. Mhm. Und weil sie die Leit- und Reservewährung haben. Mhm. Also das sind die beiden Stützen der US-Macht. Also den Dollar als Leit- und Reservewährung ist sogar noch wichtiger als Leitwährung. Mhm. Weil Reservewährung bedeutet, dass die ganzen, also 200 Staaten der Erde Devisenreserven zum großen Teil in Dollar vorhalten müssen, weil eben Erdöl nur in Dollar verkauft werden durfte. Es gab ja Staaten, die gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit, wir verkaufen unser Öl, was
was wir haben gegen die Währung, die uns angeboten wird aus Ländern, wo wir mit der Währung auch einkaufen können. Ist diesen Staaten noch nicht gut bekommen. Also zu diesen Staaten gehören Nordkorea, Venezuela, der Iran, Libyen und ich weiß nicht, noch ein Land, glaube ich. Der Irak hat ja auch mal gegen Euro. Ne? Ja, also Golddinar genau. Stand da so im Raum bei den Libyern. Ganz genau, aber man weiß ja, wie Saddam Hussein geendet ist und man weiß, wie Gaddafi geendet ist. Das also war der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund war, dass diese Länder plötzlich gesagt haben, also dass sie ihr bereit waren, ihr Gold, ihr Erdöl in Euro zu verkaufen. Die Iraner haben angekündigt, dass sie eine Börse ins Leben rufen wollen, wo sie das Erdöl in Euro verkaufen. Und bei Gaddafi war es so, dass er noch einen Schritt weiter gegangen ist. Er hat gesagt, er wollte eine goldgedeckte afrikanische Währung, nämlich den Golddinar, einführen. Mhm. Und das wäre natürlich eine Konkurrenz zum Dollar gewesen und hätte natürlich der Welt auch gezeigt, dass der Dollar überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Mhm. Also der war eine extreme Bedrohung für die Finanzelite in den USA. Und deswegen musste Gaddafi unbedingt beseitigt werden. Mhm. Auch in Syrien wurde darüber laut nachgedacht. Ja. Ich glaube, Putin hat ja sogar eine solche Rohstoffbörse, wo er auch gegen Rubel tauscht. Von daher kann man eben auch sehen, deswegen ist er auch nicht beliebt. Es taucht allerdings in unseren Medien nie auf. Ganz selten, ja, ganz selten wird das mal berichtet. Also die Chinesen vor allem, die Chinesen haben jetzt auch gerade beschlossen, die haben da eine Börse gegründet, auf der also auch in Yuan gehandelt werden darf und also da auch in Gold gehandelt werden darf, das Erdöl. Also das ist natürlich eine Art und Weise, wie die Chinesen im Moment so an der Vormacht der Amerikaner kratzen. Mhm. Aber man muss sagen, dass dieses ganze Dollarsystem so stark ist und weltweit so verbreitet ist, dass auch die Chinesen so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren da wahrscheinlich nicht dran werden kratzen können, weil auch die chinesischen Banken, zum Beispiel die großen, die AIIB, Bank für internationalen Investments die von den Chinesen initiiert worden ist. Ja, Deutsche sind auch dran beteiligt. Die Deutschen sind beteiligt, nur die Amerikaner sind selber nicht beteiligt, aber die sind auch in Dollar denominiert. Ja. Also es ist ganz wichtig zu erkennen, dass der Dollar durch diese Verankerung als Reservewährung in der Welt doch noch gewisse Überlebenschancen hat und doch noch eine große Stärke hat in der Welt. Das kann man vielleicht mit so einem Auto vergleichen, wo ein Hybridmotor schon drin ist, aber trotzdem fährt er noch mit Benzin. So ist es, ja. Und da ganz komplett auf Strom umzusteigen, bedeutet eigentlich, dass die Infrastruktur da sein muss. Na, vor allen Dingen, es geht nicht auf friedlichem Wege. Also es ist nicht so, dass der Dollar irgendwann auf friedlichem Wege durch den Yuan oder den Rubel abgelöst werden wird oder dass der Dollar zu einer Währung unter vielen wird. Mhm. Weil geschichtlich haben wir gesehen, dass große Reiche, die in Gefahr geraten und deren Währungen in Gefahr geraten, die haben immer mit Aggressionen reagiert. Und wir sehen ja im Moment, was in den USA passiert. Also die USA rüsten auf und die USA zündeln an allen Konflikten, an allen Ecken und Enden der Erde, insbesondere im Moment in Nordkorea, aber auch im Nahen Osten weiter, auch in der Ukraine weiter. Also ich fürchte, dass die Amerikaner da zum Mittel der Gewalt greifen werden. Dann. Weil Sie von Nordkorea reden, Nordkorea ist natürlich keine neue Gefahr, ist ja ein sehr stabiles Land, man muss es nicht mögen, 70 Jahre da die Familienbetrieb, also praktisch, die haben seit 70 Jahren ihre Bushs am Ruder. Ja, genau. Ja. Aber sie sind eben unmittelbar eben auch vor China und Nordkorea gibt es ja auch erst seit dem Zweiten Weltkrieg mit Südkorea und so weiter. Also das hat sich ja alles, ist ja amerikanisch manipulierte Geopolitik, das muss man wissen. Die haben ihre DDR-Mauer quasi noch. Aber der ist wichtig, dieses Nordkorea, damit man seine Truppen direkt vor die chinesische Küste packen kann, um die Welt zu schützen. Man soll aber nicht unterschätzen, die Bösartigkeit der Amerikaner hierbei. Also die Amerikaner haben ja schon mal einen Koreakrieg geführt. Ja. Und die wenigsten Leute heute oder die wenigsten jungen Menschen wissen, dass da 4 Millionen Menschen gestorben sind. Mhm. Und dass damals Nordkorea praktisch dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ja. Da durften sich also nach dem Zweiten Weltkrieg die Generäle, die im Zweiten Weltkrieg schon gekämpft hatten, die durften sich da nochmal richtig austoben. Und es war das erklärte Ziel der Amerikaner, Nordkorea damals dem Erdboden gleichzumachen. Mhm. Und es sind da ungeheure Menschenrechtsverletzungen passiert. Also es war ein gigantisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn man sich mal mit diesen alten Dynastien, die in Nordkorea über viele Jahrhunderte gelebt haben, beschäftigt, stellt man fest, die Nordkoreaner oder die Koreaner damals, gab es ja nur Koreaner, keine Nord, waren auch immer auch Opfer von Chinesen, auch von Japanern. Also die wurden von sehr aggressiven Nachbarn umgeben und den Amerikanern auch. Vielleicht mal sich in die Geschichte der Koreaner einarbeiten, dass die immer letztendlich nicht aggressiv genug waren, um das abzuwehren. Aber ich möchte zurück zum Petrodollar. Also Nixon sagt, okay, ab jetzt Bonanza, den können wir gleich weitergucken, ist der Dollar nicht mehr auf Gold, sondern an Öl gebunden, aber buchstäblich auf Sand gebaut, weil Geld hat ja was auch mit, und die Stabilität hat was mit Verknappung zu tun. Man kann aber ja die Ölmenge, die Fördermenge, die kann man ja rauf und runter fahren. Ganz genau. Das ist der zweite Fehler. Ja, das war aber der große Trick der Amerikaner, dass sie nach 1971, nach der Lösung des Dollars vom Gold, dass sie dann mit den Saudis dieses Abkommen geschlossen haben. Ich glaube, es war 1975, die Seite der Saudis bestand darin, dass sie innerhalb der OPEC, also der Organisation für Erdöl exportierende Länder, dafür sorgen würden, dass Öl ab da nur noch
noch in Dollar gehandelt wird. Mhm. Und da Öl die meistgehandelte Ware der Welt ist, mussten alle Länder der Erde seitdem große Devisenreserven in Dollar anlegen. Mhm. Und das ist natürlich eine ungeheure Stärkung des US-Dollars gewesen. Ist damals ausgehandelt worden unter Henry Kissinger. Mhm. Gibt es irgendjemanden, der dieses Papier, ich habe dieses Papier, diesen Vertrag nie gesehen. Wo ist er denn? Ich weiß es auch nicht, wo der ist. Aber es gibt ihn offensichtlich, weil mehrere Menschen sich da inzwischen dazu Stellung bezogen haben. Mhm. Und es ist auch nie dementiert worden von den Amerikanern. Warum haben sich denn alle Staaten damals, die in der OPEC waren, darauf geeinigt? Das sind ja nicht nur arabische Staaten gewesen, sondern auch eben auch, der Iran ist ja kein arabischer Staat. Warum haben sie sich darauf, warum haben sie es gemacht? Weil die Übermacht der Amerikaner so groß war und die Bedrohung immer ja im Hintergrund steht, dass die Amerikaner ihr Militär einsetzen. Also mhm. die Amerikaner haben ja nach dem Koreakrieg dann auch den Vietnamkrieg geführt und auch viele, viele regionale Einsätze dann durchgeführt, einmal in Südamerika, aber auch in Asien. Und die haben ihre Militärbasen überall auf der Welt. Also da steht eine ständige Bedrohung im Hintergrund und da muss man also als Land irgendwo in Asien oder in Afrika immer fürchten, dass die Amerikaner da mit Gewalt vorgehen. Lassen Sie uns nochmal ins Jahr 44, 45 springen. Damals entsteht ja eben nicht nur über die Konferenz von Bretton Woods eben der Dollar als Weltwährung. Es gibt auch andere große Organisationen, die eben auch, sag ich mal, Softpower-mäßig anfangen, eben diese New World Order, kann man es jetzt schon nennen, ja, diese Globalisierung praktisch vorzubereiten. Die UN, die Weltbank, IWF, was passiert da noch alles? All diese Organisationen sind ja von den USA mehr oder weniger selbst gegründet worden und werden von denen von Anfang an beherrscht. Also die wichtigste Finanzorganisation war damals der IWF, der ist von Anfang an von den USA beherrscht worden. Die haben heute noch also das Vetorecht da drin. Die haben heute noch eine Beteiligung von 15%, wobei man 15% braucht, um jede Entscheidung da durchzusetzen. Erklären Sie, was der IWF ist? Der IWF ist der Internationale Währungsfonds, der ist gegründet worden nach der Konferenz von Bretton Woods, um die Prinzipien der neuen Leitwährung in der ganzen Welt einzusetzen und um das zu überwachen, dass alle Währungen an den Dollar gebunden werden. Mhm. Und der IWF hatte die Aufgabe, dann einzelnen Ländern Kredite zu gewähren, wenn die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten sollten. Das Problem dabei war, dass der IWF das ausgenutzt hat, die Situation von Ländern, die damals in Schwierigkeiten geraten sind, denen Kredite gegeben hat, aber diese Kredite gebunden hat an bestimmte Bedingungen, mit denen er in die Souveränität dieser Staaten eingegriffen hat. Ja. Also zum Beispiel sehr viele afrikanische Staaten sind ja in die Unabhängigkeit entlassen worden in den 60er Jahren. Es gab damals keine Banken, die bereit waren, den meistens linksorientierten Regierungen in diesen Ländern Geld zu geben. Daraufhin ist der IWF eingesprungen, aber der IWF hat sofort die Daumenschraube angezogen. Er hat gewartet, bis diese Länder sich zu einem gewissen Maße bei ihm verschuldet haben und hat dann gesagt, pass mal auf, ihr kriegt also nur weitere Gelder oder ihr könnt nur Zinsermäßigungen kriegen, wenn ihr das und das und das an Maßnahmen durchführt. Also auf diese Art und Weise sich praktisch Zugang zur Souveränität dieser Staaten verschafft. Mhm. Und das waren fast immer Maßnahmen, also die der Bevölkerung in diesen Ländern ganz schweren Schaden zugefügt hat. Das kann man an sehr vielen afrikanischen Staaten sehen. Es gibt ja, glaube ich, 53, die Kredite aufgenommen haben, die heute, wenn man die Rückzahlung anguckt, bei weitem schon zurückbezahlt wurden, also die Zinsen. Ja. Ich weiß, es ist bei Kenia, ich glaube, die haben 17 Millionen aufgenommen und haben inzwischen über 50 Millionen, Milliarden zurückbezahlt und sind trotzdem nicht schuldenfrei. Die Weltbank wird gegründet. Ja. Was macht die Weltbank? Die Weltbank ist dafür da, um große Infrastrukturprojekte zu realisieren, zum Beispiel Staudämme zu bauen, große Straßen und so weiter zu bauen. Natürlich tut die Weltbank dieses im Zusammenhang mit der amerikanischen Finanzelite. Diese ganzen Bauunternehmen, die da beschäftigt werden, sind fast ausschließlich amerikanische. Also ihr kriegt Geld, dann könnt ihr bei uns ein Produkt bestellen. So ist es immer. Das Geld, was dahin wandert, geht dann auch gleich wieder zurück. Und die Profite, die dabei erwirtschaftet werden, gehen immer dann zurück in die USA und nicht in die Länder. Natürlich gibt es da eine kleine korrupte Elite, die mit den Amerikanern zusammenarbeitet. Und die bekommt auch ein paar Krümel davon ab. Aber das Volk in diesen Ländern, also die einfachen Leute, sehen davon gar nichts. Mhm. Dieser Siegeszug, Länder quasi unter Druck zu setzen oder den über Schulden als Waffe zu dominieren, beziehungsweise auch mit den Geheimdiensten dafür zu sorgen, dass dort destabilisiert wird und dann korrupte Politiker an die Macht zu bringen, die Deals dann unterschreiben, die man irgendwo abgekaspert hat. Ich habe mir ja neulich mal Jean Sichler gesagt, wenn diese schwarzen Staatschefs sagen, sie fahren nach Hause, meinen die Genf. Das ist wirklich so. Also das läuft, aber spätestens 74, 75 funktioniert das nicht mehr, da funktioniert was mit der Weltwirtschaft nicht mehr. Es findet auch eine Art von Sättigung statt. Können Sie das beschreiben? Da fängt das System auch global an, eine Übersättigung zu erfahren. Womit hat das zu tun? Ja, da ist der Nachkriegsboom dann langsam zu Ende gegangen. Also da haben die USA sich alle Märkte der Welt erobert. Dann tritt, wie gesagt, ein gewisses Maß an Sättigung ein.
Und dann muss man eben nach neuen Möglichkeiten suchen, wie man Profite erwirtschaften kann. Und dann sind die auf die Idee gekommen, Mitte der 70er Jahre, also das Bankensystem ganz langsam zu deregulieren. Also die Einschränkungen, die nach der Krise von 1929 oder dem Crash von 1929 eingeführt wurden. Also Trennbankensystem? Langsam, das Trennbankensystem, das wurde dann ganz langsam so ein bisschen so erstmal angekratzt und ganz aufgehoben wurde es dann 1999 unter Bill Clinton, interessanterweise. Aber die 70er, 80er oder 90er Jahre haben also immer eine fortschreitende Deregulierung des Finanzsystems gesehen und damit hat ein Prozess eingesetzt, den man Finanzialisierung nennt. Also der Kapitalismus ist der wichtigste Bereich im Kapitalismus war dann nicht mehr die Realwirtschaft, sondern nur noch die Finanzwirtschaft. Mhm. Also vorher war es ja so, dass die Banken dazu da waren, also die Realwirtschaft immer in Gang zu halten und da wurden die Profite hauptsächlich über die Realwirtschaft gemacht oder über die Zinsen, die für Kredite, vergebene Kredite eingefordert wurden. Aber ab den 70er, 80er Jahren setzte dieser Prozess ein, dass sich dieses Finanzsystem verselbstständigt hat und mehr oder weniger zu einem Casino geworden ist. Ganz extrem war das in den 90er Jahren. Da wurden dann lauter neue Finanzprodukte auf den Markt geworfen, Derivate genannt. Das sind nichts anderes als Wetten. Wetten auf fallende Kurse, auf steigende Kurse, auf fallende Zinsen, auf steigende Zinsen und so weiter. Aber das sind alles Finanzprodukte, mit denen keine wirklichen Werte geschaffen werden, sondern mit denen einfach nur bestimmte Finanzhaie sich bereichern können. Also Herr Wolf, wir werden gleich auf diese toxischen Produkte, die alle lustige Namen haben, aber im Grunde sind das eigentlich nur Wetten, wo die Risiken, wenn es floppt, ausgelagert werden und wenn es nicht floppt, wenn Cash bleibt, das bei den üblichen Verdächtigen. Ganz aber genau. Wir haben gerade das Jahr 1999 angesprochen, der Glass-Steagall Act von 29 wird aufgehoben, und zwar aufgehoben von Clinton und der Clinton Group, nenne ich die mal, die auch mit den Saudis dick im Geschäft sind und es leider nicht geschafft haben, Frau Hillary Clinton ins Amt zu hieven. Aber vorher gab es schon zwei Figuren in den Vereinigten Staaten und auch in Europa, die dafür gesorgt haben, dass diese Globalisierung dahingehend funktioniert, indem man eben erstmal anfängt, Banken mehr Rechte zu geben, aber gleichzeitig die Rechte des Arbeiters zu schwächen. Ich spreche von Ronald Reagan und Thatcher. Ja. Können Sie die beiden Figuren beschreiben, die ja ganz stark als Puppen in diesem Bankensystem die richtigen Entscheidungen verkünden? Ja. Was also machen die? Die haben die Deregulierung richtig vorangetrieben damals. Und zwar, man spricht da vom Big Bang. Also der Big Bang war die Abschaffung aller möglichen Regularien für die City of London. Mhm. Also die City of London ist damals ganz stark vorangeprescht. Also ganz viele amerikanische Banken sind dann auch nach London gegangen, haben ihre Sitze nach London verlegt und dann diese ganzen Lockerungen der Vorschriften dann ausgenutzt. Und damit hat also diese ganz große Finanzialisierung eingesetzt. Einhergegangen ist die mit einem riesigen Angriff auf die Arbeitsrechte. Also Gewerkschaften. In Großbritannien hat Margaret Thatcher damals den Bergarbeiterstreik mit sehr viel Gewalt beendet. Ja, 10 Tote. Ja, genau. Und in den USA hat Ronald Reagan damals die streikenden Fluglotsen einfach alle entlassen und durch Militärfluglotsen ersetzt. Und die Leute haben lebenslanges Berufsverbot bekommen. Mhm. Also eine ganze Branche hat er lebenslanges Berufsverbot erteilt. Das sind ja russische Verhältnisse. Ja, viel schlimmer. Also so drastisch ist es in Russland jedenfalls seit den 50er Jahren nicht mehr passiert. Mhm. Das heißt, damals konnte man schon ahnen, wohin die Richtung geht. Das sind ja diktatorische Maßnahmen. Das ist ja ein totalitärer Staat, der da anfängt zu arbeiten. Das ist die Diktatur der Finanzelite, die Diktatur des Finanzkapitals. Wann ist den ersten Menschen das aufgegangen? Wann haben die ersten darüber sehr kritisch gesprochen? So in den 80er, 90er Jahren gab es ja relativ starke Bewegungen damals auch. Es gab ja starke Bewegungen gegen den IWF, ganz starke Bewegungen gegen die Weltbank. Es gab ja Proteste in aller Welt. Nur diese Proteste sind fast überall wirklich brutal niedergeschlagen worden. Mhm. Es hat Tote gegeben in Asien, es hat Tote gegeben in Afrika. Es hat auch Tote gegeben in Europa bei Demonstrationen gegen den IWF. Es hat damals einen jungen Italiener erwischt, als in Italien der IWF getagt ist. Es gab ja hier in Berlin einmal eine IWF-Konferenz, bei der, ich weiß nicht, einige 10.000 Leute da gegen den IWF demonstriert haben. Nur diese ganzen Protestsachen haben damals also wirklich keinen Erfolg gehabt. Und deswegen sind die Leute irgendwie relativ frustriert dann wieder in der Folgezeit zu Hause geblieben. Es gab auch noch keine alternativen Medien, auch die Art der Kommunikation war noch nicht mobil. Ganz genau. Was hat nach dieser Deregulierung 99 durch Clinton Glass-Steagall Act aufheben, was hat dann in Deutschland angefangen zu funzen und Grip zu bekommen?
ging ja hier weiter, aber dann wurde es noch härter. Die Deregulierung ist in Deutschland auch vorangetrieben worden, hauptsächlich von der rot-grünen Regierung damals unter Schröder und Joschka Fischer. Das müssen Sie doch mal wiederholen. Ja, ja, die rot-grüne Regierung hat ganz stark an der Deregulierung mitgemacht. Und auch Herr Lafontaine als Finanzminister damals hat daran mitgemacht. Also die haben sich dem nicht widersetzt. Obwohl es ja ganz klar war, dass da auf Kosten der Arbeiter Rechte beschnitten werden und die Bankenmöglichkeiten vergrößert werden. Die wurden vergrößert. Der Ackermann von der Deutschen Bank hat damals gesagt, also unter 25% pro Jahr dürfen wir nicht verdienen. Das ist einfach unglaublich gewesen. Ja, aber gleichzeitig hat Schröder damals im Kopf schon gehabt, die Agenda 2010, mit der also Sozialhilfeempfängern, dass da die Gelder gekürzt wurden. Mhm. Also dieser Prozess, dass auf der einen Seite eine kleine Elite immer reicher werden durfte und dass der immer weiter der rote Teppich ausgelegt wurde, während die große Mehrheit der Menschen also ums Einkommen kämpfen musste und am unteren das untere Drittel immer schlechter dran war. Also dieser Prozess, der hat damals ganz, ganz kräftig eingesetzt und der hat sich ja bis in unsere Zeit jetzt auf dramatische Art und Weise fortgesetzt. Also im Moment haben wir ja die höchstmögliche soziale Ungleichheit, die man sich vorstellen kann. Die Frage ist, wie lange wir noch Druck auf diesen Kessel bringen können beim größten Niedriglohnsektor Europas. Europa, ja. Das ist Deutschland. Das ist ein beschämt, muss man eigentlich sagen, dass Menschen trotz Arbeit von der Arbeit nicht leben können. Und dass der Staat, der Steuerzahler, da praktisch noch Zuschüsse reinpacken muss. Genau. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber weil Sie gerade von Schröder gesprochen haben, das hat ja die SPD beim aktuellen Wahlkampf letzten Jahr vergessen, dass der Mann, der für mehr Gerechtigkeit sorgen wollte, mehr Fairness, der Herr Schulz, dass das sein Vorgänger war, der das eingetütet hat, während er in Brüssel dafür gesorgt hat, dass große Konzerne keine Steuer bezahlen. Ganz genau. Aber da setzen die eben auch auf ein sehr merkwürdig funktionierendes Gehirn des Arbeiters, muss man ja sagen. Ja. Brot und Spiele, sage ich mal. Wir haben damals in Großbritannien Tony Blair. Sehen Sie da jetzt einen direkten Zusammenhang auch zu dem gefeierten, jetzt auf der Buchmesse gefeierten Macron, der ja direkt von einer Bank kommt? Ja, Macron ist ja gewählt worden mit Hilfe der französischen Banken, also mit Hilfe des ganz großen Geldes. Und Macron läuft ja gegen eine Wand im Moment. Also in Frankreich haben wir im Oktober den ersten großen Generalstreik gehabt gegen ihn. Macron versucht ja jetzt diese Agenda 2010 von Schröder durchzusetzen, aber trifft auf eine wirklich sehr, sehr auf sehr starken Widerstand innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, Frankreich wird im Moment auch von einem Banker regiert. Absolut, ja. Ist das durch die Bank so auf der ganzen Welt, dass Banker regieren? Ja, also entweder Banker oder Milliardäre, wie wir ja in Amerika sehen. Also Donald Trump ist Milliardär. Dann die Banker, wir haben in Italien Mario Monti gehabt. Wir haben in Griechenland Lukas Papadimos gehabt, zwei Goldman Sachs Banker. Mario Draghi bei der EZB. Ja, ganz genau. Es gibt also überall eine direkte Verbindung zwischen Großkonzernen, zwischen Banken und Politik. Mhm. Wer hat den Wahlkampf der FDP hier bezahlt? Das weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, wer dahinter war. Also da müssen auch große Teile der Finanzelite dahinter gewesen sein, weil man kann nicht so von 0 auf 100 durchstarten. Mhm. Also das ist, wir wissen ja, wie die FDP in der Vergangenheit auch immer das große Geld begünstigt hat. Also das fing früher mit Helmut Horten an, ging dann weiter. Ich weiß noch, nach der letzten Wahl wurden ja plötzlich die Hoteliers so begünstigt. Also da muss aus der Branche Geld gekommen sein. Also es ist immer, es hat auch eine gewisse Peinlichkeit. Aber es ist ganz klar, dass die FDP da mit viel Geld von hinten in den Bundestag wieder reingefördert worden ist. Herr Wolf, lassen Sie uns mal über den aktuellen Status quo in Europa sprechen. Der Arbeiter, der zum Narren gehalten wird, der sieht, dass er immer mehr Monat übrig hat und das Geld ist aber nicht da, der irgendwie über die Runden kommen muss, der wählt am Ende ja nicht die linken Parteien, die ja immer so tun, als würden sie für ihn eintreten, manchmal das auch zum Teil meinen, aber dann die durchsetzen oder nicht durchkommen oder versuchen durchzukommen und dann endet das wie in Griechenland oder wie in Katalonien, wo dann plötzlich erst wird gefordert, dann wird gebeten und mal sehen, was bei rauskommt. Warum wählen diese Arbeiter dann rechte Parteien? Ja, das ist genau wie in der Weimarer Republik so, weil sie enttäuscht sind von den linken Parteien. Also die spielen sich da auf gewisse Weise direkt in die Hand. Also damals, ich meine, am Ende der Weimarer Republik haben KPD und SPD sich gegenseitig zerfleischt und daraufhin sind die Nationalsozialisten so groß geworden. Und heute sehen die Leute nur, dass sie von der SPD nicht viel zu erwarten haben, von der Linken auch nicht viel zu erwarten haben, weil da kommt ja auch nie was. Ich meine, wir haben ja linke Ministerpräsidenten, wir haben auch grüne Ministerpräsidenten, also in diesen Ländern lebt es sich auch nicht besser. Also da ist Hartz IV auch nicht höher geworden. Mhm. Und da schlafen auch viele Leute unter der Brücke heutzutage. Rot-Rot hat damals in Berlin ja auch die haben die Banken damals gerettet. Ja, die haben Banken gerettet. Hedgefonds. Die haben amerikanischen Immobilien-Hedgefonds, haben die Wohnungen verkauft, die vorher dem Senat gehört haben. Also die haben genau die Politik betrieben. Das ist ja so, dass in unserer Gesellschaft im Rahmen der parlamentarischen angeblichen Demokratie es gar nicht möglich ist, sich dem Finanzsystem wirklich zu widersetzen, also der Finanzelite zu widersetzen. Weil die Leute, die das ganz große Geld haben, die bestimmen alle.
alles. Die stellen beide Seiten. Ja, die können das auch, die können auch Gelder entziehen. Man sieht es ja jetzt zum Beispiel im Falle, gehen wir zurück nochmal auf Katalonien. In Katalonien gibt es ein paar Schwierigkeiten. Was hat die EZB gemacht? Also hat sofort gesagt, wenn Katalonien unabhängig wird, dann entziehen wir denen das Geld. Also auf diese Art und Weise kann man sich natürlich jede Unabhängigkeitsbewegung auch gefügig machen. Mhm. Wir haben es in Griechenland gesehen. Syriza ist angetreten zum Kampf gegen die Austerität und ist heute der größte Austeritätsverfechter im Lande. Also die sind auch damals von der EZB einfach in die Knie gezwungen worden. Und es sind natürlich immer irgendwelche korrupten Leute in den Führungen dieser Organisation, so wie Herr Tsipras, die dann bereit sind, genau das Gegenteil von dem zu tun, was sie vorher versprochen haben. Naja, vielleicht verhandelt man mit ihnen auch so wie im Vorfeld mit Herhausen. Es kann sein, dass da irgendwelcher Druck im Hintergrund ausgeübt wird, das weiß ich nicht. Aber ich meine, diese Leute sind ja bereit, das mitzumachen. Die könnten ja auch zurücktreten und sagen, also das mache ich nicht mehr mit. Weil die Frage, die ich mir gestellt habe bei Puigdemont, der hat ja seine Rede mit einer Stunde Delay angeboten. Naja, ja? Also ja. Alle haben darauf gewartet. Was ist da passiert? Das denke ich auch. Was ist da passiert? Und wenn man Familie und Kinder oder was hat, dann glaube ich, dass man da auf jeden normalen Druck ausüben kann. Also was müsste man für jemand sein, wenn man da quasi sagt, ist mir egal. Das ist ganz schwierig. Aber muss man zurückgehen auf zum Beispiel auf Lech Wałęsa, der damals da die Solidarność in Polen geführt hat, der später mal gesagt hat, dass ihm damals also Summen geboten worden sind in der Größenordnung von 50 Millionen Dollar, wenn er sich zum gefügigen Instrument der Finanzelite machen lässt. Mhm. Also ich denke, dass da oft mit solchen Methoden gearbeitet wird. Ich möchte mal zurückkommen, warum, vielleicht können Sie es mir erklären, warum Menschen nicht lernen. Also die Linken verraten die Ideen. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten ist ja schon ein längerer Spruch, ist immer dasselbe. Gibt diese Sozialdemokraten ja gar nicht mehr. Aber auch die nationalen Sozialisten, die als Nationalsozialisten dann was ganz anderes machen, nämlich die sagen auf einmal auch, Privateigentum finde ich total super und wir wollen übrigens Steuererleichterung für die Reichen. Das machen die Nationalsozialisten. Warum ist es denn, weil zurück nach Katalonien, warum ist es nicht möglich, oder Griechenland sagen, okay, ihr von der Finanzindustrie, ihr wollt uns erpressen, indem ihr uns kein Geld mehr gibt, spielt keine Rolle, wir machen jetzt unser eigenes Geld. Wir machen eigenes Geld. Wir brauchen euer Geld nicht mehr. Also Katalonien 36 hat es ja auch schon mal versucht. Also warum ist das nicht möglich? Wäre das eine Möglichkeit? Das wird immer nur zu einem bestimmten Maßstab wird das erlaubt. Also wenn da irgendwo eine kleine eigene Währung sich bildet und die dem gesamten Ablauf des Finanzsystems da nicht schadet, dann wird die geduldet. Aber in dem Moment, wo die irgendwie eine kritische Masse, eine kritische Menge überschreitet, da greift das große Geld ein, weil das große Geld lässt das nicht zu. Mhm. Das heißt, wir leben unter der Diktatur der Finanzelite, unter der Diktatur dieses Finanzsystems und die ganze parlamentarische Demokratie hat mit Demokratie nicht viel zu tun. Die ist ausgehöhlt durch dieses Finanzsystem. Mhm. Also es ist Zeit, dieses Finanzsystem vollkommen trocken zu legen. Also um eine demokratische Welt zu schaffen, muss man dieses Finanzsystem unbedingt trocken legen und muss einige wirklich weitgehende, fast revolutionäre Maßnahmen ergreifen. Man müsste zum Beispiel das Erbrecht ändern. Man müsste das Einkommenssteuer und das Vermögenssteuerrecht ändern. Dass Reiche nicht immer reicher werden automatisch, was sind ja Vermögen werden weltweit geringer besteuert als Einkommen. Das ist ein absolutes Unding. Wenn Sie von Ihrem Vater 5 Millionen erben, dann brauchen Sie darauf weniger Steuern zu bezahlen als einer, der bei McDonald's 12 Stunden am Tag arbeitet. Das sind diese verrechtlichen Privilegien, diese Kasse. Aber lassen Sie uns mal da tief eintauchen, weil sich am Ende Ihres Buches auch die Frage stellt, wie wir rauskommen. Sie können das nicht eindeutig beantworten, weil es auch so komplex ist. Weil wir quasi, das ist diese ganzen Produkte, die dann in die Welt kommen, Derivate, das ist im Grunde sind das ja Metastasen, Krebs und dieser Organismus hat Krebs, er wird daran sterben, aber die Frage ist, wie man rauskommt, weil wir haben natürlich dieses Finanzsystem, was überall drin steckt. Wir haben natürlich dahinter auch den militärisch-industriellen Komplex, die haben sich auch die Medien gekauft. Sie haben auch jede Menge Organisationen, die Demonstrationen anschieben können, die dann für und gegen etwas sind und die aber auch Bürgerkriege anzetteln können, NATO-Geheimarmee, das ist hier überall. Wie kann man denn da aussteigen? Ich denke, das ist eine Aufgabe, die nächste Generation oder die jungen Leute heute mal in Angriff nehmen müssen. Also das Wichtigste ist, was sind die besonderen Kennzeichen unserer Zeit, die uns Möglichkeiten geben, die vorher nicht da waren. Das Wichtigste, finde ich, ist die Kommunikationsmöglichkeit heutzutage. Wir haben die alternativen Medien, wir haben Organisationen, die sich auf eine andere Art und Weise artikulieren und mehr Menschen erreichen können als früher. Also da die Möglichkeiten aufzuklären sind sehr groß. Und ich glaube, dass das Wichtigste im Moment ist, also eine große Kampagne der Aufklärung zu starten. Also dieses erste Tabu, über Geld spricht man nicht, da schon mal sich nicht dran zu halten. Sofort weg davon und dann muss man den Leuten auch die Angst davor nehmen, sich mit dem Finanzsystem zu beschäftigen, weil der normale Durchschnittsmensch
Mensch denkt immer, das Finanzsystem ist irgendwas, was in der Zeitung auf den letzten Seiten ist. Also vorne steht die Politik, dann kommt die Wirtschaft, dann kommt der Sport, dann kommt das Feuilleton und ganz hinten sind die Finanzen, aber das sind eigentlich immer nur Zahlen und die versteht kein Mensch. Man muss wissen heutzutage, dass das Finanzsystem alles beherrscht. Also ob wir Arbeit haben, ob wie wir im Krankheitsfall dran sind, wie wir im Alter dran sind, ob wir unter demokratischen Verhältnissen oder faschistischen Verhältnissen leben, ob wir im Krieg leben oder ob wir im Frieden leben, all das wird im Finanzsystem entschieden. Und deswegen müssen sich alle Leute mit diesem Finanzsystem irgendwie beschäftigen. Mhm. Und aus diesem Grunde habe ich das Buch auch geschrieben, um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, damit sie auch mal sehen, dass man das Finanzsystem tatsächlich irgendwie verstehen kann. Mhm. Und war das also Motiv? So schwierig auch nicht. Das Motiv war einmal das. Und das zweite Motiv war, ich habe ja sehr viele Vorträge gehalten in den letzten 3 Jahren. Ich habe dabei sehr viele Fragen gestellt bekommen. Ich habe die alle gebündelt und versucht, diese Fragen in dem Buch dann zu beantworten. Mhm. Da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Vielleicht können Sie kurz beantworten. Was sind denn eigentlich Derivate? Derivate sind nichts anderes als Wetten. Wetten auf steigende Kurse, auf fallende Kurse und auf steigende Zinssätze. Wie geht und auf das? Zinssätze. Es ist so, wenn Sie sich einen Markt vorstellen, einen Großmarkt irgendwo auf dem Lande. Da gibt es Lieferanten, die diesen Markt beliefern und dann gibt es lauter Einzelhändler, die diese Waren dann von dem Großmarkt holen. Mhm. Und irgendwann ist dieser Markt gesättigt. Irgendwann diese Lieferanten, also die Leute, die müssen sich Geld leihen von der Bank, um diese Waren bezahlen zu können. Aber die sie dann später zurückzahlen durch den Abverkauf. Ganz genau. Und irgendwann ist aber dieser Markt gesättigt und da überlegt sich die Bank, wie können wir jetzt Geld verdienen. Und da kommt irgendein raffinierter Banker auf die Idee, pass mal auf, wir verkaufen mal ein paar Wetten. Und zwar, wir wetten mal darauf, wie hoch der Preis für Äpfel im nächsten Jahr ist. Es geht einfach nur um die Wette, wie hoch der Preis ist. Nur um die Wette. Da wird keine Ware ausgetauscht, sondern eine Wette auf den Preis. Gar nichts gemacht. Also eine Pferdewette letztendlich. Es ist ja ganz genau so. Ja. Es gibt, man kann alles, und dann gibt es natürlich also auch ganz verwerfliche Instrumente unter den Derivaten. Da gibt es zum Beispiel die Kreditausfallversicherung. Also die Kreditausfallversicherung war eigentlich mal eine ganz sinnvolle Sache. Die Kreditausfallversicherung habe ich abgeschlossen, wenn ich jemandem, also meinetwegen einem Unternehmen, einen Kredit gegeben habe. Sagen wir mal, ich habe 100.000 übrig und ich gebe meinetwegen Daimler-Benz 100.000. Und Daimler-Benz sagt mir, du kriegst 5% im Jahr und in 5 Jahren kriegst du das Geld zurück. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Daimler-Benz nicht vielleicht so ähnliche Schweinereien im Hintergrund macht wie VW. Doch, das weiß ich. Aber ich habe jetzt Zweifel, ob Daimler-Benz in 5 Jahren wirklich noch existiert oder in der Lage ist, mir den Kredit zurückzuzahlen und versichere diesen Kredit. Mhm. Das ist ja eine völlig legitime... Ich gehe zur Versicherung und sage, falls da was läuft, dann kriege ich von euch den Ausfall. Pass mal auf, ich zahle euch 2.000 im Jahr, aber dann, wenn der Kredit ausfällt, dann gebt ihr mir das Geld zurück. Gut. Die Kreditausfallversicherung seit der Mitte der 90er Jahre auf Intervention oder auf eine Erfindung zurückgehend einer Goldman Sachs Bankerin darf von jedem jetzt abgeschlossen werden. Das heißt, wenn Ihr Nachbar zum Beispiel sein Haus gegen ein Feuer versichert, dann können Sie auch eine Kreditausfallversicherung darauf abschließen. Das heißt aber, wenn dieses Haus abbrennt, bekommen Sie den vollen Preis für dieses Haus auch. Das heißt aber im Endeffekt nichts anderes, als dass, wenn dessen Haus abbrennt, die Polizei gleich zu Ihnen kommt und man nachfragt, wo Sie zum Zeitpunkt des Feuerentzündens gewesen sind. Das heißt, Sie haben ein Interesse daran, dass Sie kassieren. Sie haben ein ganz hohes Interesse daran, den kaputt zu machen. Mhm. Und auf diese Art und Weise sind Hedgefonds teilweise sehr reich geworden. Also der jetzige Handelsminister in den USA, Wilbur Ross, oder der Gegenspieler von Obama bei der letzten Wahl, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Name fällt mir nicht ein, aber der Gegenspieler von Obama in der letzten Wahl, das waren Leute, die haben auf diese Weise ganz viel Geld gemacht. Mhm. Die haben nämlich Firmen aufgekauft, haben gegen Romney. Diese Firmen, Romney, mit Romney war es, genau. Die haben gegen diese Firmen Kreditausfallversicherung, für diese Firmen Kreditausfallversicherung abgeschlossen und diese Firmen dann absichtlich vor die Hunde gehen lassen und dann die Kreditausfallversicherung eingesackt. Mhm. Also die haben auf diese Weise Millionen und Abermillionen gemacht. Mhm. Und das ist nun ein Finanzinstrument, was also volkswirtschaftlich vollkommen sinnlos ist, was im Gegenteil sogar dazu führt, dass Leute Interesse daran haben, die Volkswirtschaft kaputt zu machen, ja. Was aber einzelne Investoren auf ungeheure Art und Weise bereichert. Mhm. Dieses System ist ja so geschickt gemacht worden, dass man eben diese Derivate dann auch verkauft hat als toxische Papiere in alle Welt. Dann sind wir schon bei den Lehman Brothers, irgendwann fliegt der ganze Laden auf, weil irgendwann klappt es nicht mehr, die Blase platzt. Nach den Lehman Brothers 2008, wo wir ja, Sie sprechen von fast Krise, ja, kommt, ja. So, wo wir nochmal mit einem, Crash. Wir, sage ich mal, ja. Mit einem blauen Auge davongekommen sind, hat sich denn seither irgendetwas geändert? Ja, dramatisch sogar. Also seitdem ist die große Orgie des Gelddruckens hat eingesetzt. Also man hat nicht daraus gelernt?
Überhaupt nicht. Also was heißt daraus gelernt? Die Leute sind nicht daran interessiert. Die Leute, die an den Hebeln der Macht sitzen, haben kein Interesse daran zu lernen. Die haben ein Interesse daran, an der Macht zu bleiben und weiterhin auch viel Geld zu verdienen. Das ist das Interessante. Alles andere sind nur ideologische Verbrämungen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, das Jahr 2008 und die Lehman Brothers, diese Pleite war letztendlich das beste Geschäft, was diese Branche machen konnte. Denn dieses Too Big to Fail bedeutet für Sie, dass Sie quasi kapitalistische und kommunistische Prinzipien miteinander mischen, und zwar, wenn es passt. Ja. Das fand ich so verrückt. Ja, das ist tatsächlich so. Normalerweise im Kapitalismus, der Markt kümmert sich um alles. Wenn die diese Wetten abschließen oder bei Pleite gehen, ganz egal, übernimmt jemand anders. Aber nein, dann rufen Sie den Staat an, den Sie vorher abbauen wollen, und der Staat soll Ihnen dann die Steuergelder geben, um Sie zu retten. Dann ist der Staat pleite und muss sich von diesen Banken, denen er gerade das Geld gegeben hat, für viel Geld das Geld leihen. So ist es. Warum haben sich das die Bevölkerung bieten lassen? Das verstehe ich bis heute nicht. Ich glaube, weil die Bevölkerung das einfach nicht durchschaut haben. Also wenn Sie auf der Straße die Leute fragen nach diesen Zusammenhängen, ich glaube, von 10 Leuten werden 8 Leute sofort passen. Oder wahrscheinlich sogar 9 Leute. Mhm. Also die meisten Leute durchschauen dieses ganze System nicht, weil sie werden ja auch von morgens bis abends belogen. Mhm. Also wenn man sieht jetzt zum Beispiel die Euro-Krise, in der Euro-Krise wurde dauernd geredet von Hilfsprogrammen. Hilfsprogramme für Griechenland. Es gab keine Hilfsprogramme. Es gab Geld, was Griechenland gegeben wurde, damit Griechenland seine Schulden bei großen Banken begleichen konnte. Also ich habe damals gesagt, also ein deutscher Arbeiter hätte damals statt sein Geld zu versteuern beim Finanzamt, hätte der gleich auch nach Frankfurt sich in den Zug setzen können und bei der Deutschen Bank sein Geld abgeben können. Weil das Geld ist nämlich nach Griechenland gegangen und von Griechenland wieder zur Deutschen Bank gegangen. Unter anderem auch zu anderen Banken, auch amerikanischen Banken. Mhm. Also diese ganzen, und das wurde von Herrn Schäuble immer als Hilfsprogramm bezeichnet. Das ist kein Hilfsprogramm, im Gegenteil. Hilfe hat Griechenland, die Bevölkerung Griechenlands überhaupt nicht erhalten. In Griechenland ist das Gesundheitssystem zerstört worden, da ist das Ausbildungssystem zerstört worden. Inzwischen sind Millionen von Griechen leben unter der Armutsgrenze. Alte Menschen in Griechenland müssen im Müll wühlen, um Essen zu finden. Also die Verhältnisse in Griechenland sind schrecklich und furchtbar, trotz dieser ganzen Hilfsprogramme. Die Hilfsprogramme haben nur den Banken geholfen. Ja, von da sind schon Hilfsprogramme. Die Frage ist also, für wen wird da geholfen? An dieser Stelle nochmal Dankeschön für alle, die sich beteiligt haben an der Griechenland-Nothilfe, die übrigens weiterläuft. Wir sind da weiter engagiert, weil wir können ja die Menschen vor Ort nicht hängen lassen. Ich möchte Sie fragen, wie schaffen wir es, nicht unbedingt Wut, aber mehr Zorn ins System zu packen, dass Menschen sich das global nicht mehr gefallen lassen? Ich denke, dieser Zorn, der entwickelt sich ganz von alleine im Moment. Also es ist so, dass diese ganzen Austeritätsprogramme ja in der Zukunft nicht weniger werden, sondern weiter verschärft werden. Also innerhalb Europas, die Euro-Krise, die wird jetzt weitergehen. Also in ganz vielen Fällen, zum Beispiel im Fall Griechenland, ist ja die Rückzahlung von Schulden erstmal verschoben worden, teilweise um 30 Jahre. Die zahlen ja nur Zinsen. Aber selbst das können sie im Moment nicht. Also im Moment wird daran gearbeitet, an einem neuen Austeritätsprogramm. Das würde dazu führen, dass die Renten nochmal gekürzt werden, dass Sozialleistungen nochmal gekürzt werden, dass im Medizinsektor nochmal gekürzt wird. All das wird die Leute noch wütender machen als zuvor. Es wird natürlich auch zu gewaltsamen Exzessen kommen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Nährboden, auf dem man jungen Leuten diese ganze Situation, diese ganze verfahrene Situation wirklich erklären kann. Und deswegen ist die Rolle von alternativen Medien jetzt so gefragt in der nächsten Zeit. Man muss den jungen Leuten, die wirklich völlig unpolitisch erzogen worden sind, denen die Situation erklären, damit die ganze Sache in die Hand nehmen. Mhm. Also in meinem Alter kann man da nur noch seinen Beitrag leisten, indem man Bücher schreibt und versucht, die Leute aufzuklären. Aber dass da die Fahnen in die Hand zu nehmen und dann nach vorne zu gehen, das müssen jüngere Leute dann machen. Das Reine dagegen anzusenden, dagegen anzusprechen, sich in der Kneipe zu treffen, das ist die eine Geschichte. Aber wir brauchen ja auch Strukturen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das sehen wir jetzt gerade auch wieder in Katalonien. Wenn wir keine Strukturen im Vorfeld haben, dann bleibt es bei der reinen Forderung, weil wir müssen die Netzwerke, die wir haben, um Katzenbilder zu tauschen, wir brauchen da eigene Strukturen. Wir müssen demokratische Strukturen in einem nicht-demokratischen System entwickeln, was sich als parlamentarische Demokratie ja verkleidet hat. Warum fällt uns das so schwer? Weil, was Sie hier beschreiben, das ist jetzt nichts Neues. Nein, aber wir leben in einer Phase des Zerfalls der alten Strukturen und in einer Phase, in der sich neue Strukturen gerade anfangen herauszubilden. Also ich denke, dass zum Beispiel die Rolle von Parteien in der Zukunft eine wesentlich geringere sein wird als in der Vergangenheit. Also man hat sich hier in Deutschland zum Beispiel über 30, 40, 50 Jahre daran gewöhnt, dass wenn man von Parteien redet, ist immer CDU, SPD, FDP und vielleicht noch ein oder zwei kleine andere oder die Grünen noch mit dabei. Mhm. Aber diese Parteien, die werden ihre Anhänger, das sehen wir jetzt auch bei der letzten Wahl, die werden ihre Anhänger verlieren. Es wird neue Parteien geben. Trotzdem haben wir eine enorme Wahlbeteiligung. Also die Leute scheinen noch an das System zu glauben und dann, als wenn die Protestwahl etwas bringen würde. Ganz genau, aber viele Leute glaube ich, dass die auch die AfD zum Beispiel aus reinem Protest gewählt haben oder auch die Linkspartei wurde aus Protest gewählt, aber sie sehen inzwischen, dass dieser Protest auch versandet.
Und ich denke, dass diese große Volatilität da innerhalb des Parteienspektrums, dass das auch dazu führen wird, dass die Leute sich irgendwann abwenden und Bewegungen zuwenden. Ich glaube, die Zukunft wird in politischen Bewegungen bestehen. Mhm. Diese Bewegung haben wir ja schon gesehen. Also Occupy Wall Street war eine Bewegung, ja, und Syriza war ja auch eigentlich eine, ja, Bewegung. Nur die werden natürlich vom großen Geld schnell eingefangen und dann instrumentalisiert. Und weil sie vielleicht auch an der Oberfläche bleiben. Hier saß vor ein paar Wochen Daniela Dahn, die ja auch ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben hat. Und da steht vor allem auch drin, Occupy the Law. Es geht ja um verrechtliche Privilegien. Wir müssen das Recht ran. Das Recht wurde von Reichen für Reiche gemacht. Wir müssen das Recht neu schreiben, weil sonst sagen die Reichen immer, ich weiß nicht, wir halten uns an die Gesetze, die wir selbst gemacht haben. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja, aber wir müssen erstmal auch den jungen Leuten beibringen, dass sie alles in Frage stellen müssen. Das ist das Dürfen auch. Auch dürfen, ja, ganz genau. Ja, ja, viele sind ja so in dem System verhangen, dass sie glauben, also entweder man muss eine andere Partei dann wählen oder man muss jene kleine Reform durchsetzen. Mit Reformen ist es nicht getan. Wir leben in einem System, das nicht nur nicht mehr zu reformieren ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir dieses System völlig neu gestalten. Mhm. Und leider stehen ganz große Kräfte uns entgegen. Und da muss man sagen, also es sind auch schwer bewaffnete Kräfte. Mhm. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, es ist auch insofern für Jugendliche sehr, sehr schwer, weil auch diese neoliberalen Ideologien, das sind ja Ideologien, das ist ja keine wirkliche Wissenschaft wie Physik, die Wirtschaftswissenschaft, das sind ja Theorien und Meinungen, die da letztendlich, diese Theorien sind ja auch ins Bildungssystem geflossen. Wir sehen das ja, ja bis zum Bachelor. Ja. Also sehr, sehr enge Studiengänge, Vorbereitung für den Markt, freies Denken ist gar nicht mehr angesagt. Also auch Bildungsreform, was da alles stattgefunden hat, was an deutschen Schulen gelehrt wird, dass der Mensch marktkonform, ja, im Vorfeld schon. Es ist wahnsinnig schwierig, einen Blick auf sich selbst zu werfen. Das muss ich Ihnen nicht sagen. Man muss ein gewisses Alter erreicht haben, um sich selbst etwas abgekoppelt. Was habe ich da eigentlich gemacht? Wie schafft man das als junger Mensch? Wo man doch im Struggle ist und sehen muss, dass man irgendwie einen Job bekommt. Mit unserer Hilfe. Ja. Also ich denke, das ist die Aufgabe von uns Älteren. Also ich denke auch, das ist die Aufgabe von uns, die wir also wirklich in guten Verhältnissen hier leben. Also ich meine, wir haben die Möglichkeit gehabt, eine Schule zu besuchen. Wir haben das Alphabet gelernt. Wir sind medizinisch versorgt worden. Mhm. Wir sind nie von mit Bomben beworfen worden. Und das ist nicht mehr selbstverständlich? Nein, das ist heute in der Welt nicht mehr selbstverständlich. Auf keinen Fall. In Europa auch also nicht? Auch in Europa. Also in Südeuropa leben sie heute nicht mehr unter den Verhältnissen, die eigentlich mal Europa gekennzeichnet haben. Mhm. Also wenn Sie heute in Italien aufwachsen oder in Spanien, Portugal, ja, in Griechenland, dann leben Sie oder Zypern, da leben Sie unter ganz anderen Verhältnissen als hier noch in Deutschland im Moment. Mhm. Aber ich denke, dass es unsere Verpflichtung und unsere Verantwortung ist, also unsere privilegierte Position auszunutzen, um eben diese Informationen weiterzubringen. Und ich bin immer der festen Meinung, dass das Wichtigste die Aufklärung ist, weil wenn Menschen aufgeklärt sind, wenn Menschen das verstehen, was um sie herum passiert, dann akzeptieren sie Diktaturen nicht. Mhm. Neigen Sie dann zur Revolte oder zu etwas Klügerem? Das hängt, glaube ich, auch von der Art und Weise an, wie Sie das Ganze verstehen. Also das, mhm, und ob Sie irgendwelchen Scharlatanen dann auf den Leim gehen. Also es ist ja auch sehr traurig, dass immer die Bewegungen auch sehr schnell ausgenutzt werden von Leuten, die Leute dann in die Irre führen. Also ich finde, eines der schlimmsten Ereignisse im letzten Jahrhundert war ja die russische Revolution, ja, die ja zum Gulag geführt hat. Also es waren bestimmt sehr viele wohlmeinende junge Menschen, die damals an der Revolution teilgenommen haben. Aber diese Revolution hat ja ihre eigenen Kinder sehr schnell aufgefressen. Also es ist das Geld zur Revolution kam auch aus Deutschland. Damals ja, das weiß man heute, dass Lenin damals deutsches Geld genommen hat. Und ich meine, dieses Prinzip war auch völlig absurd. Ich meine, Lenin ist damals in die Revolution reingegangen und hat gesagt, gib mir ein paar hundert Berufsrevolutionäre und ich krempel das Land um. Mhm. Und das ist eine genau falsche Vorstellung. Also man kann nicht mit ein paar hundert Leuten ein Land umkrempeln. Man muss die Mehrheit des Landes muss man informieren, damit die Leute wissen, was mit ihnen passiert. Ja. Sonst errichtet man von vornherein eine Diktatur. Und das ist bei Lenin ja sehr schnell passiert. Also die hat ja die Geheimpolizei schon 2-3 Monate nach der Revolution gegründet und die ist ja dann völlig aus allen Fugen geraten und hat dann ein schreckliches Terrorsystem da errichtet. Das war auch die größte Fehleinschätzung damals von deutschem Kapital, für die russische Revolution einzusetzen, weil man davon ausging, das wird sowieso nichts lang, dann sind die destabilisiert, dann können wir übernehmen. Ja, ja, genau. Das war ja damals auch die Deutschen haben den Lenin ja nicht deswegen finanziert, weil sie plötzlich für den Kommunismus waren. Ja, oder sagen, er will mal einen schönen Zug fahren. Ja, genau. Nee, die haben gedacht, der kommt an die Macht, der sorgt da für viel Unruhe und das Land wird destabilisiert. Das ist ja immer ein ganz wichtiger
der Begriff, Destabilisierung. Die haben gedacht, dass Lenin Russland destabilisiert, damit Russland schwächer wird in der Auseinandersetzung mit Deutschland. Und das ist leider nicht gelungen damals. Also für die Deutschen war das damals eine der historisch wichtigsten Fehleinschätzungen des 20. Jahrhunderts. Lassen Sie uns zurück zum Geldsystem kommen. Wir haben es ja mit einer enormen Vermehrung von Fiat-Money zu tun. Ja. Und das bedeutet auch, dass das klassische Bankgeschäft tot ist. Ja. Also jemand, der sein Geld auf die Bank bringt und sagt, ja, die paar Zinsen, die sind dann gut für später für das Alter, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es gibt einen riesigen Trend, dass die klassischen institutionellen Anleger, die Rentenkassen und Co. ihr Geld auch auf diese komischen Märkte jetzt packen, weil sie bei der eigenen Bank nicht mehr das Geld erwirtschaftet bekommen, was sie aber auszahlen müssen, um die Renten zu sichern. Ja. Wie lange läuft denn diese Zündschnur schon? Die Zündschnur läuft schon einige Zeit und die ist auch eine der gefährlichsten Lunden für die Zukunft. Also die Finanzialisierung, die Deregulierung und so weiter hat dazu geführt, dass ganz konservative Anleger heute über Zinsen kein Geld mehr bekommen und deswegen gezwungen sind, an diesen Finanzmärkten, an diesem Casino sich zu beteiligen. Und das tun eben auch die Rentenkassen und die Pensionsfonds. Und das bedeutet natürlich, dass diese Renten und diese Zahlungen in großer Gefahr sind. Also deswegen darf auch zum Beispiel der Aktienmarkt nicht nochmal einbrechen und der Anleihenmarkt. Der muss jetzt hochgehalten werden. Also wir leben in einer Zeit, in der die Märkte sich nicht mehr selbst korrigieren dürfen. Wenn es jetzt zu einer Korrektur zum Beispiel am amerikanischen Aktienmarkt um 20% käme oder hier in Deutschland um 20%, das würde sofort heißen, dass die Rentenkassen erledigt sind. Deswegen muss das hochgehalten werden, deswegen muss weiter Geld nachgeliefert werden, deswegen müssen Zinsen weiter gesenkt werden. Und wie absurd das ist, das sehen wir im Moment in der Schweiz. In der Schweiz herrschen Negativzinsen. Erklären Sie Negativzinsen. Negativzinsen bedeutet, dass ich auf mein Geld, was ich bei der Sparkasse oder bei der Bank einlege, dass ich auf das Geld keine Zinsen mehr bekomme, sondern dass mir etwas abgezogen wird. Mhm. In der Schweiz ist es im Moment dieser Negativzinssatz bei 0,75%. Das führt natürlich dazu, dass die ganzen Anleger ihr Geld abziehen und das zu Hause horten. Ja. Oder dass sie das wiederum ins Finanzcasino einspeisen. Mhm. Also das ist der eigentliche Hintergedanke dabei. Ja. Gibt es auch Menschen, die sagen, ich verkonsumiere das jetzt, ich kaufe mir jetzt was? Leider gibt es sehr viele sogar davon. Also die Rücklagen der Leute sind ja ganz gewaltig geschrumpft. Mhm. Also die dramatischsten Zahlen sind da aus den USA gekommen. In den USA haben, ich weiß nicht wie viel, inzwischen 80% oder 90% der Bevölkerung nicht mehr als $1,000 Rücklagen. Mhm. Also das heißt, wenn es da zu einer Krise kommt, wird es also zu heftigsten Schwierigkeiten kommen bei ganz vielen Leuten da drüben. In Ihrem Buch wird klar, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und ja. Das ist eben auch das Problem der Globalisierung. Es ist praktisch ein global bereits installierter Wirtschaftskrise. Wir sind alle davon betroffen. Ja. Ja, bis auf vielleicht zwei Länder, Nordkorea und der Iran, die nicht an dieses Zentralbankensystem angeschlossen sind. Zurück zur FED. Sie stellen in Ihrem Buch die Frage, wem gehört die FED? Ja. Wem gehört die denn? Die gehört privaten Familien. Und wer ist das? Und das, man kann spekulieren, das sind wahrscheinlich so Namen wie Rockefeller ist wahrscheinlich noch dabei und Warburg, also die Familie Warburg aus Hamburg ist ganz groß mit drin. Ja. Es sind Familien wie die Mellons und so weiter. Das sind die ganzen großen Geldadelsfamilien, die aus dem Money Trust hervorgegangen sind. Mhm. Sind auch Saudis dabei, also Neureiche? In der FED sind nur die Familien drin, die in Amerika ansässig sind und denen diese 16 einzelnen Federal Reserve Systems da gehören. Sie glauben nicht, dass irgendjemand sich schon unterhalb beteiligt hat? Das ist mir bis heute nicht bekannt. Also es kann natürlich sein, es ist alles möglich, aber man kann da ja in die Bücher nicht einsehen. Das ist ja eines der Prinzipien. Ne? Man darf in die Bücher nicht einsehen. Es heißt offiziell, dass die FED einen bestimmten Anteil ihrer Einnahmen an den Staat abgeben muss. Das tut sie auch, aber es weiß keiner genau Bescheid, wie hoch dieser Anteil ist, weil eben niemand in diese Bücher reingucken darf. Und die bestimmt diesen Anteil wahrscheinlich so ähnlich wie die Pharmaindustrie die Preise. So ungefähr kann das gut sein. Das haben wir übrig und so weiter. Das hat jedenfalls mit Demokratie nichts zu tun, weil eine demokratische Zentralbank müsste ja transparent sein und Einsicht in genau diese Vermögensverhältnisse geben. Mhm. Die Menschen, die bei der FED die Fäden ziehen, diese alten Familien, die sehr vermögend sind, tauchen die auf der Forbes-Liste auf? Nein, keine einzige von denen. Also die haben schon dafür gesorgt, dass sie wirklich aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwunden bleiben auf Dauer. Also das, was wir regelmäßig beim Manager-Magazin dann so lesen, die reichsten Bürger, das sind die Leute, die nicht genügend Geld haben, um aus dem Forbes-Magazin rauszukommen. So kann man das sagen, ne? Oder es ist neueres Geld, also wie Bill Gates zum Beispiel, der sein Geld in den letzten 30 Jahren gemacht oder Geld gilt so als neureich. Ja, ganz genau. Aber die ganzen, also wirklich in alten Dynastien, die halten sich im Hintergrund. Aber das ist weltweit so, das ist in Deutschland auch so, dass die ganzen alten Gelddynastien, die halten sich im Hintergrund. Mhm.
Es gibt ja, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über 4 Optionen, wie man eben versuchen kann, dieses System künstlich aufrechtzuerhalten. Und da schreiben Sie auch, dass man das immer wieder so machen kann, wie das schon sehr lange funktioniert hat und dass das auch sehr wahrscheinlich ist, dass das so kommt. Nur wäre es beim Dritten Weltkrieg ein bisschen anders mit nuklearen Waffen. Ja. Dass man eben für Krieg Werbung macht. Das hat die FED ja auch schon getan. Ich sage jetzt mal Liberty Bonds. Man hat ja damals auch die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten aufgefordert, eben Papiere zu kaufen, mit denen Kriegsgerät angeschafft werden kann, was dann benutzt werden kann. Ja. Das heißt, schreiben Sie mal, die Banken haben ein Interesse für ihre Anleger, für die Märkte, durch einen nächsten großen Krieg dafür zu sorgen, dass viel platt gemacht hat und wieder viel aufgebaut werden kann. Und sie schreckt auch nicht davor zurück und da gibt es eine Geschichte dazu. Hat sie schon ein paar Mal gemacht. Wie war das mit den Liberty Bonds? Wie ging das los? Also die Liberty Bonds sind eine Geschichte. Noch interessanter ist die Geschichte mit den Kriegsanleihen in Deutschland, die dem deutschen Volk verkauft wurden damals. Und zwar im Zuge des Ersten Weltkrieges. Da wurden auch Kriegsanleihen verkauft an einfache Bürger. Und das bedeutete aber, dass der deutsche Staat nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ganz hoch bei seinen Bürgern verschuldet war. Und wie hat er sich der Schulden entledigt? Ganz einfach, indem er eine galoppierende Inflation in Gang gesetzt hat. Mhm. Also damals kostete dann plötzlich ein Brot nicht mehr 80 Pfennig, sondern plötzlich 80 Millionen, dann 800 Millionen und am Schluss 8 Milliarden. Mhm. Diesen Trick müssen Sie doch mal erklären. Der Staat verkauft ein Produkt an die Bevölkerung, ihm Geld zu geben, damit er damit Krieg führt, wo die Bevölkerung bei aufgerieben wird. Am Ende, wenn der Krieg gewonnen oder nicht gewonnen ist, hat der Staat Schulden bei seinen Bürgern. Und wie kann er die zurückbezahlen? Über die Inflation. Die Währung abwertet quasi. Ganz genau. Und die Inflation ist ja etwas, was uns immer so geschildert wird, als etwas, das von außen auf uns zukommt, auf das wir keinen großen Einfluss haben. Aber Inflationen werden gesteuert. Und zwar über die Geldmenge, die Zentralbank in das System reinschiebt. Also willkürlich, je nachdem, wem es passt. Man kann die Inflationsrate mehr oder weniger festlegen. Würden Sie, weil Sie Ihrem Buch auch gerne über das Auto sprechen, was, egal was es tut, dazu verurteilt ist, festzufahren, weil es muss immer schneller fahren, weil es überhitzt, aber dabei geht der Motor kaputt. Ja, ganz aber genau. Anhalten würde sofort tot. Ist das sowas wie das Standgas hochdrehen? Ja, so ist es. Ganz genau. Ja, immer weiter hochdrehen oder runterdrehen, je wie man es braucht. Und ganz dann so genau. Ist es eben, es ist von Gott gegeben. Ganz genau. Also in God we trust steht ja auch drauf. Ja. Aber dieses Inflation anheizen durch Zinssenkungen meistens durch Zinssenkungen, Das funktioniert ja überall weltweit. Das hat auch in Südamerika große Schäden angerichtet, als die Fed damals in den 80er Jahren plötzlich den Zinssatz ganz stark angehoben hat. Da sind dann die Krisen in Mexiko und in diversen südamerikanischen Ländern angeheizt worden. Aber das die stärkste Form der Inflation haben wir bisher gesehen, tatsächlich in der Weimarer Republik in Deutschland, damals 1923. Die Bilder, das war, wo die Leute mit diesen Schubkarren dann... Ich weiß es von meinem eigenen Großvater, der damals in Kiel auf der Howaldswerf gearbeitet hat und sein Geld mit meiner Mutter, seiner Tochter zusammen mit einer Schubkarre abgeholt hat. Und als sie zu Hause waren, war es nur noch die Hälfte wert. Weil es ging dann damals so wahnsinnig schnell. Ja. Weil es war tatsächlich so, dass das am Schluss das Brot, also wie meine Mutter mir mal erzählt hat, eine Billion dann gekostet hat. Mhm. Ich möchte... zurück zum Buch, auf einen Teil kommen, den ich sehr spannend finde, Sie auch kurz anreißen. Die FED hat eine Außenzentrale gegründet, auch wenn sie sich nicht wirklich als Außenzentrale versteht, die während des Zweiten Weltkriegs und bis heute sehr, sehr gute Geschäfte gemacht hat für die auch in der FED die Fäden gezogen haben. Die Bank für internationalen Zahlungsverkehr, ja. BIZ, gibt es auch verschiedene Bücher dazu. Jean Trepp hat eins geschrieben, Bankgeschäfte mit dem Feind oder auch Turmbau zu Basel. Ja, Adam Liboa, ja genau. Wunderbar, kann ich nur empfehlen. Können Sie erklären, die BIZ, was ist das? Gibt es die noch? Wer hat die gegründet? Was war das Ziel? Die BIZ ist 1930, glaube ich, im Mai 1930 gegründet worden. Und zwar mit dem Ziel, damals die Reparationszahlungen der Deutschen zu ordnen. Nur diese Reparationszahlungen waren damals schon in ihrem Endstadium. Und im nächsten Jahr, glaube ich, hat es das Hoover-Moratorium gegeben. Da sind die ausgesetzt worden. Mhm. Und ich glaube, ein Jahr später sind die dann ist ganz verzichtet worden auf weitere Zahlungen von Reparationen. Aber die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat weiter funktioniert. Mhm. Und die hat weiter funktioniert. Das Interessante ist, dass damals der deutsche Reichsbankpräsident diese Bank meine Bank genannt hat. Schacht, Hjalmar Schacht, der damals in den Nürnberger Prozessen dann auch freigesprochen wurde. Und später eine Bank gründet, nach der Nazis, der Wahnsinn. Ja. Also Banker kommen immer raus, das nochmal. Das ist einfach unglaublich. Aber das war der Traum aller Banker, diese BIZ, weil die gilt so als Zentralbank der Zentralbanken. Und zwar, da können die Banker im Schutze der Extraterritorialität, weil diese Bank gilt als extraterritorial. Da hat also die Schweizer Polizei und die Schweizer Zutritt. Behörden haben keinen Zutritt da. Es gilt also als extraterritoriales Gebiet. Von da aus können die Banker ihr Geschäft weltweit da verrichten. Im Grunde genommen ist das ein eigener Staat.
Es ist die BEZ hat gar keine Nationalität. Die City of London ist ähnlich und ja. Die EZB ist auch ähnlich. Die EZB in mitten in Frankfurt da gilt auch als extraterritoriales Gebiet. Also zur EZB hat auch keiner Zugang. Also man muss sich diese Sachen mal genau sehen, dann weiß man genau, dass die großen Banker und die großen Leute im Finanzsystem sich immer abschotten und rechtlich immer aus der Verantwortung ja, dass rausziehen. Firmen auch als juristische Person auftreten dürfen. Ja? Ja. Das ist ja, auch so eine Geschichte hier. Genau. Aber zurück zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die hat dann weiter funktioniert. Und zwar hat die weiter funktioniert so, dass die Banken da wirklich wunderbar verdienen konnten an den größten Verbrechen der Erde. Und zwar als zum Beispiel Deutschland in die Tschechoslowakei eingemarschiert ist, haben die Deutschen das tschechische Gold konfisziert. Und dieses Gold lag damals bei der Bank of England. Und damit es transportiert wurde von der Bank of England an die deutsche Zentralbank, hat die Bank für internationalen Zahlungsausgleich eingegriffen und hat diese ganzen Zahlungen geregelt. Sie wussten also, aber schon, dass das... Das war alles klar. Dass das alles durch jüdische Enteignungen stattgefunden hat. Das ist alles klar gewesen. Das ist, ist ganz deutlich gewesen. Aber die haben sich die Finger nicht schmutzig gemacht. Da sitzen dann Leute in Nadelstreifen beisammen und da regeln einfach nur den Ablauf und haben auch mit dem Einmarsch in Deutschland, in der Tschechoslowakei angeblich nichts zu tun gehabt. Mhm. Aber das waren die wahren Profiteure an den ganzen Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten. Mhm. Als dann die Nazis angefangen haben, eben ihre Blitzkriege, diese Opel-Blitzkriege zu führen, da hat die Bank für internationale Zahlungsverkehr das alles laufen lassen. Ja. Immer mit dem, der macht ja schön weiter, der geht nach Russland, das kassieren wir alles ab. Was ich interessant fand, wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, die hier kurz angerissen wird, dass eben oben sich bekriegt wird, abgeschlachtet wird, Propaganda auf beiden Seiten läuft, wie schlimm die anderen sind und gleichzeitig treffen sie unten die Banker von verfeindeten Staaten und gehen zur Arbeit und Kaffee und Champagner trinken. Von den Politikern unbehelligt. Also das ist so, dass wenn man genau hinguckt, dass Kriege werden von jungen Leuten, von fehlgeleiteten jungen Leuten geführt und im Hintergrund sitzen reiche und wohlhabende und mächtige Banker, Hedgefondsmanager und Politiker und reiben sich die Hände über die Geschäfte, die sie machen, während junge Menschen in den Gräben krepieren. Ist das den jungen Menschen heute klar, die für das mittelständische Unternehmen Bundeswehr in Afghanistan und Co. Ich glaube, vielen ist das nicht die Brunnen bauen. Das Traurige ist ja, bei vielen wird auch die soziale Lage ausgenutzt. Also wenn sie heute keine vernünftige Arbeit mehr finden, was natürlich heute auch besonders schwierig ist in diesen Situationen, dann kommt die Bundeswehr, macht ihnen ein paar Versprechungen und dann als junger Mensch haben sie keine Ahnung, aber sie sind wahrscheinlich auch noch voll mit irgendwelchen Arnold Schwarzenegger-Filmen und finden das ganz cool, da in dieser Kameradschaftsatmosphäre da aufzuwachsen. Ja. Und dann gehen sie unter ganz völlig falschen Vorstellungen da rein. Und deswegen kann ich jedem, der überlegt, in die Bundeswehr einzutreten, nur ganz dringend anempfehlen, sich mit einigen Veteranen mal zu unterhalten, die aus Afghanistan zurückgekommen sind, verstümmelt und schwer traumatisiert. Mhm. Also solche PR-Kampagnen, die sehr erfolgreich waren für die Armee, wie zum Beispiel Top Gun, die funktionieren eben immer noch. Ja, das muss man, sehen. Aber man muss auch die soziale Grundlage sehen. Die soziale Grundlage ist immer, dass es eben nicht so einfach ist, heute einen Job zu kriegen und dass das immer wieder ausgenutzt wird, ganz schamlos. Was macht die Bank für internationalen Zahlungsverkehr heute? Die gibt es ja noch. Die gilt als Zentralbank der Zentralbanken und stellt zum Beispiel die Regeln für den Bankverkehr auf, also Basel I, Basel II, Basel III. Das waren Bilanzierungsregeln für die Banken und die sind natürlich der Deregulierung und der Finanzialisierung angepasst worden. Also die Bilanzregeln für Banken sind heute wesentlich lockerer und es ist heute wesentlich einfacher, in den Bilanzen etwas zu verschleiern als vorher. Mhm. Also die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist so einer der Stoßtrupps der Deregulierung und der Finanzialisierung. Mhm. Die haben ja auch eine sehr wichtige Rolle gespielt während des Marshallplans. Ja, der Marshallplan selber ist ja auch eine der größten Lügen, die uns in der Schule unterbreitet wurde. Also ich habe in der Schule jedenfalls gelernt, dass der Marshallplan ein Hilfsprogramm für Deutschland gewesen ist. So war es nicht? In Wirklichkeit war der Marshallplan ein Hilfsprogramm für die amerikanische Wirtschaft, für die amerikanischen Banken. Mhm. Also es war so. Aber Deutschland lag da nieder. Deutschland hat ja profitiert erstmal davon. Das muss man schon sagen. Mehr profitiert haben die Amerikaner noch. Also Deutschland auch profitiert. Aber ich meine, woher kam dieses Profitieren? Das lag daran, dass Deutschland wieder aufgebaut werden musste, weil es vorher zerstört worden war. Also das Wirtschaftswunder, das viele Leute heute, von dem viele Leute heute noch träumen, also was dann oft Ludwig Erhard zugeschrieben wird, das Wirtschaftswunder ist nur deswegen passiert, weil so viel kaputt gemacht wurde, weil wieder aufgebaut wurde. Mhm. Das ist auch die Funktion des Krieges. Man zerstört und dann geht der Kapitalismus eben weiter, dann darf wieder aufgebaut werden. Mhm. Und der Marshallplan, der diente ganz einfach dazu, die Überproduktion der Amerikaner weiter zu kanalisieren, was ich ja vorhin schon erklärt habe. Also da sollten möglichst viel Waren nach Deutschland gehen, weil diese Zahlungen, die die Amerikaner an die Deutschen geleistet haben,
haben, wurden unter der Bedingung geleistet, dass dafür amerikanische Waren gekauft werden. Und auch in Amerika und auch in Deutschland Firmen gegründet wurden, die aufgebaut, die zum Teil wieder in amerikanischer Hand waren. Ganz genau. 5% dieses Geldes ist auch gelaufen für Umstürze, politische Indoktrination. In Griechenland zum Beispiel, ja. Und damals waren ja die kommunistischen Parteien relativ groß in Westeuropa und da musste man natürlich was dagegen tun, weil diese kommunistischen Parteien haben natürlich die Interessen der Sowjetunion vertreten und die große Angst war, dass der Ostblock, also der Einflussbereich der Sowjetunion, sich weiter ausweiten würde. Mhm. Und um dagegen vorzugehen, hat man dann natürlich auch den Marshallplan benutzt und Gelder des Marshallplans benutzt. Damals George Kennan war, glaube ich, eine der wichtigsten Figuren. Und deswegen hat man damals bei den Wahlkämpfen zum Beispiel also Kampagnen inszeniert gegen die Kommunisten und versucht, irgendwelche liberalen Kräfte da zu stärken, also die Amerika-hörigen Kräfte zu stärken. Es beginnt damals auch schon auch mit diesen Geldern und dann noch anderen Geldern, diese NATO-Geheimarmeen werden aufgebaut. Es gab ja auch Kontakte von Alan Dulles, dem Gründer der modernen CIA und der BIZ-Kollegen, die haben sich da auch in der Schweiz getroffen. Also das hängt alles miteinander zusammen und man hat dann auch die alten Nazis wieder gefragt. Ihr seid zwar ihr habt ein paar merkwürdige Methoden überhaupt wie euer Menschenbild, aber das gegenüber den Russen, das finde ich schon gut, da könnt ihr jetzt weitermachen. Ja. Also BND und so weiter wird gegründet durch Alt-Nazis und so weiter. Wir sehen also, und das alles wird ja finanziert, das funktioniert alles. Es gibt, in dem Buch kommt es raus, es gibt überhaupt keine Moral. Nein. Es gibt, was möglich ist, macht man, wenn es dem Machterhalt dient und den ausdehnt. Ja, so ist es. Also was sind denn das für Menschen? Wie müssen die denn ticken? Das ist mir sehr relativ unverständlich, aber ich denke, das ist einfach so, dass wenn man ein gewisses Maß an Reichtum erwirbt, dass man dann irgendwie auch in diesem Reichtum dann gefangen ist. Und dann besteht das einzige Ziel in dem Leben nur noch darin, also diesen Reichtum zu erhalten und weiter auszubauen. Und bei den Bankern ist es dann eben so, dass dann auch irgendwo ein großes Maß an Hemmungslosigkeit und an menschlicher Kälte dann einsetzt. Mhm. Können Sie uns zum Schluss des Gesprächs sagen, wo stehen wir denn eigentlich heute? Wir haben einen. Also ich habe das Ganze ja mit einem den Finanztsunami nicht umsonst Tsunami genannt, weil ein Tsunami ist ein seismisches Ereignis. Also da bildet sich unter dem Meer bilden sich Spannungen zwischen den einzelnen Erdplatten und diese Spannungen entladen sich dann ganz plötzlich. Dann bildet sich dadurch wird der Spiegel angehoben und dadurch wird eine Welle in Gang gesetzt, die irgendwann an Land trifft und da verheerenden Schaden anrichtet. Und im Finanzsystem ist es ganz ähnlich, weil da gibt es ein paar Parallelen. Also erstmal, das Ganze wird sehr, sehr lange vorbereitet. Also unser Finanzsystem existiert ja schon relativ lange. Dann, das, was diesen Tsunami auslöst, ist nicht mit bloßem Auge zu erkennen, weil es unter der Meeresoberfläche passiert. Dann, wenn es passiert, dauert es auch noch so relativ lange, bis der Schaden wirklich erkennbar wird und die Katastrophe eintritt. Und aber wenn wir sehen, dass die Welle vor uns ist, ist es Feierabend. Das Wichtigste ist, dass die Leute, die betroffen sind, das erst merken, dann, wenn es zu spät ist. Mhm. Und das ist die große Gefahr. Mhm. Also ich denke, dass wir die ersten Verwerfungen unter den Erdplatten schon gehabt haben. Wir haben einige kleine Tsunamis schon gehabt. 1998 wäre das Finanzsystem beinahe am Ende gewesen. 2008 wäre es fast am Ende gewesen. Die Euro-Krise war das nächste Übereinander-Schnappen von Erdplatten. Ich denke, dass irgendwann wird ein noch größerer Crash kommen. Wann der kommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird er ganz verheerende Konsequenzen haben. Man muss sich auf dieses Erdbeben vorbereiten. Auf jeden Fall. Man muss auch mal gucken, wie es in Kalifornien gelaufen ist über die letzten 100 Jahre. Man weiß in Kalifornien ganz genau, dass das ganz große, the big one, das ganz große Erdbeben kommen wird. Das weiß man seit etwa 100 Jahren. Aber das setzt natürlich einen Gewöhnungsprozess dann ein, dass die Leute dann irgendwann denken, weißt du, ach, nächste Woche wird es schon nicht passieren, irgendwann wird es später passieren. Ich habe mich mal erkundigt, die Polizei von Los Angeles hat Notfallpläne. Man rechnet bei dem Erdbeben in Kalifornien, bei dem großen Erdbeben, alleine im Großraum Los Angeles mit 80.000 Toten und 800.000 Schwerverletzten. Das ist natürlich ein apokalyptisches Ereignis. Und jeder weiß genau, dass dieses irgendwann mal eintreten wird. Aber es gibt einen Gewöhnungseffekt. Und die Leute, also die Kinder zum Beispiel in Kalifornien, lernen ja, jede Woche müssen die einmal unter den Tisch krabbeln und so weiter, damit sie sich vorbereiten auf das große Erdbeben. Aber das hat auch den Effekt, dass man sich daran gewöhnt, dass das irgendwann so schlimm ist das nicht. Das hat Unterhaltungswert. Erstens passiert genau sowieso das, nicht. Ganz genau. Und man glaubt dann irgendwann ja, aber nicht in den nächsten 24 Stunden, nicht in den nächsten 36 Stunden oder in den nächsten 4 Wochen. Okay, aber um Sie zusammenzufassen, trotzdem ist es klar, wir befinden uns in einem Finanzsystem und das ist im Endstadium. Ja. Dieser Patient ist tot. Ganz genau. Der hängt noch an der Apparatemedizin, aber irgendwann. Das große Problem im Moment, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Finanzsystem nochmal auf etwas längere Dauer leben zu lassen und das wäre das ein Krieg. Mhm.
Sie sprechen von vier Optionen, die ich im Buch gefunden habe. Erstens, der IWF bringt eine eigene Währung raus. Das wäre eine Möglichkeit. Der zweite ist Helikoptergeld. Wozu ist das? Direkt gedrucktes Geld? Ja, das ist einfach Geld, das man vergibt, weil die Leute selber, also durch diese Austeritätsmaßnahmen ist ja nicht genug Kaufkraft da. Ja. Und weil nicht genug Kaufkraft da ist, können die Waren nicht mehr abgesetzt werden. Mhm. Und deswegen, um diese Kaufkraft künstlich zu schaffen, wurde überlegt, dass man Helikoptergeld rausgibt. Dass man also, da sind die natürlich auf diese Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen eingestiegen. Also es gibt ja jetzt tatsächlich in Bankerkreisen die Überlegung, ob man dieses bedingungslose Grundeinkommen einführen sollte. Es wird natürlich am unteren Rand sein, aber es wird auf jeden Fall dazu helfen, also die Realwirtschaft so ein bisschen wieder anzukurbeln. Mhm. Aber es ist natürlich eine absurde Sache. Solange Geld die Regeln beim das Trendbankensystem nicht wieder eingeführt wird und die Regeln angezogen werden, bringt das natürlich nichts. Ganz genau. Dann schreiben Sie auch, gäbe es eine Möglichkeit der Diktatur und verweisen auf das, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert. Auf jeden Fall. Also, würden Sie das als Diktatur bezeichnen? Also Donald Trump ist jedenfalls der erste Präsident, mit der mit einer außerparlamentarischen Opposition gewählt wurde. Also der hat ja eine relativ große Anhängerschaft, jetzt auch noch da im Mittleren Westen vor allem, also unter den bildungsfernen Schichten da in den USA. Also der kann sich auf eine große Klientel stützen, die ja auch bewaffnet ist in den USA. Mhm. Also das ist für mich so ähnlich wie damals die NSDAP sich auf die SA und die SS stützen konnte. Die SA war ja das Wichtigere damals, wo dann die braunen Horden dann durch Deutschland gezogen sind. Und sowas Ähnliches hat der Donald Trump in der Hinterhand. Ich meine, er hat bisher noch nicht wie ein Faschist gehandelt, weil er hat das parlamentarische System da drüben, was natürlich auch ausgehöhlt ist, aber bisher noch nicht völlig besagt. Zwei Parteiensystem mit zwei rechten Flügeln. Aber das, was er versprochen hat, das hat er ja auch, sobald er im Amt war, ist er davon nicht mehr die Rede. Nichts davon. Ja. Also er hat den Wahlkampf ja unter völlig falschen Prämissen geführt. Er wollte ja den Sumpf trockenlegen und jetzt regiert der Sumpf. Und nicht nur der Sumpf von der Wall Street, sondern auch das Militär. Und das ist ja eine ganz gefährliche Entwicklung. Aber er hat ja in Schlüsselpositionen hauptsächlich Militärs sitzen. Aber kann man, wenn man in Washington ist, kann man überhaupt anders? Oder ist es aussichtslos? Absolut ausgeschlossen. Also sonst werden Sie können nicht an der Konzernspitze von Mercedes-Benz überreden wollen, Fahrräder zu verkaufen. Sie können nicht an der Spitze der Deutschen Bank sein und gleichzeitig ein gutes Gewissen haben. Das ist richtig. Und dann, wie gesagt, schreiben Sie, als wird eben ein Krieg und da sehen Sie eben Russland und China als große Angriffsfläche. Aber dieser Krieg ist ja nicht zu gewinnen. Nein, aber ich meine, der Irrsinn in den Köpfen von den Leuten, die da entscheiden, den kann ich nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie weit diese Leute gehen werden. Und ich meine, die Amerikaner zündeln in Nordkorea ständig, die provozieren die Russland ja ständig, provozieren China ständig im südchinesischen Meer. Provozieren in der Ukraine, provozieren im Nahen Osten. Also die tun ja alles. Und ich muss sagen, also viele Leute denken ja, also so ein dritter Weltkrieg ist so schrecklich, der wird einfach nicht kommen, weil er zu schrecklich wäre. Also ich wäre mir da nicht so ganz sicher, wenn ich bedenke, was die an Schrecklichkeiten im letzten Jahrhundert alles schon angerichtet haben. Herr Wolf, darauf möchte ich kommen, wenn man sich vielleicht so naiv ist, oder die hätten irgendeine Art Beiß- oder auch Ladehemmung. Die beiden Atombombenabwürfe auf zivile Ziele, keine militärischen Ziele, nämlich Hiroshima und Nagasaki, die haben ja deutlich nach dem eigentlichen Kriegsende stattgefunden. Deutschland hatte ja längst, war ja Feierabend. Können Sie das mal beschreiben? Wann fand das statt? Wie lang war der? Im August 1945, da haben die Amerikaner zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen und zwar mit der offiziellen Begründung, auf diese Art und Weise wäre der Krieg abgekürzt worden. Also das ist eine der zynischsten Bemerkungen eines amerikanischen Präsidenten. Das hat Harry Truman damals, der Präsident, gesagt. Also August, im Mai, 8. Mai war ja schon Feierabend, war klar. Und am 16. haben ja die Deutschen unterschrieben. Ganz genau. Also der Atombombenabwurf damals, der diente nur dazu, der Welt zu zeigen, dass die Amerikaner jetzt militärisch die ganze Welt beherrschen. Also es war so, die Amerikaner haben damals wirtschaftlich, so waren sie sowieso schon die Nummer eins. Die waren finanziell über Bretton Woods hatten sie sich zur Nummer eins gemacht und jetzt wollten sie der Welt noch zeigen, pass auf, wir sind auch militärisch stärker als alle anderen. Sie wollten vor allem der Sowjetunion damals zeigen, pass mal auf, bis dahin und nicht weiter. Weil die Sowjetunion hat ja damals ihren Wirkungskreis auf den Ostblock damals ausgeweitet. Die verschiedenen Konferenzen, Jalta, Teheran, Potsdam. Also das historische Verbrechen begangen, man muss sich das mal vorstellen, da haben die auf zivile Städte haben die Atombomben geworfen. Da sitzen Kinder im Kindergarten, da sitzen Leute, die im Krankenhaus, in Altenheimen, da gehen Menschen zur Arbeit und werden in einem Feuersturm verbrannt. Und das nicht nur einmal, sondern sechs Tage später noch ein zweites Mal. Mhm. Nachdem man genau wusste, welche Schrecken, welches Grauen da. Aber auch zwei unterschiedliche Bombentypen, um zu gucken, ob die einfach gehen. Einfach mal auszuprobieren, damit das Militär da mal sehen kann, was denn vielleicht besser funktioniert. Mhm.
Aber dieser Zynismus macht mir im Moment also wirklich große Angst, weil ich bin nicht der Meinung, dass irgendjemand, der an der Macht ist, vor irgendeinem Verbrechen zurückschreckt. Mhm. Was ich besonders pervers finde, wenn man sich damit beschäftigt, habe ich getan, dass es dann den Ärzten vor Ort verboten war, in Hiroshima und Nagasaki den Menschen zu helfen. Amerikanische Ärzte haben das alles beobachtet, quasi wie vegetiert man unter Strahlen, weil das war ja alles nur theoretisch erforscht, Manhattan-Programm. Aber wie reagiert der Mensch, also viele Menschen, was passiert da? Hat man die Menschen einfach wie so in so einem Reagenzglas, hat man sie beobachtet und verrecken lassen und hat aber nicht dann gesagt, oh, das ist ja so schrecklich, machen wir nicht, sondern hat dann eben atomar aufgerüstet. War auch lange eben das Ziel, bis 1974 die UdSSR durch einen nuklearen Erstschlag zu enthaupten. Ja. Da sind wir aber dann auch schon dabei, 1949 wird die NATO gegründet. Ja. Dann kommt der Warschauer Pakt. Ja. Dann gründet man in Deutschland die Bundeswehr. Dann kommt die NVA. Also wir sehen eben, dass es Menschen gibt, die global davon leben, dass sie den Mensch an sich teilen und ihn aufeinander hetzen. Ich glaube, das kann man aus dem Buch lernen, dass wir feststellen, es gibt letztendlich nur Verlierer. Diese Seiten, die wir ständig sehen, das sind künstlich aufgebaute Seiten, weil die meisten Menschen wollen eigentlich in Ruhe und Frieden leben. Aber wenn du vom Krieg lebst, wenn du vom Profit lebst, wenn du von der Zerstörung lebst, um aufzubauen und wenn das vor allem dein Machtmodell ist, dann stimmt ja bei dir was im Kopf nicht, aber wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen. Was denken Sie, auch wenn Sie nicht genau beschreiben können, wann dieser Finanztsunami kommt, er wird ja kommen, wann werden Menschen anfangen, sich im großen Stil damit zu beschäftigen und gemeinsam... Ich glaube, sie tun es schon. Also ich glaube, dass sehr viele junge Leute, ich sehe das ja an den Vorträgen, die ich halte, es kommen immer mehr junge Leute dahin und interessieren sich dafür. Ich glaube, dass es im Moment einen großen Bedarf an Informationen gibt bei jungen Leuten. Und ich glaube, da ist es auch die große Aufgabe von uns, dann eben da einzuschreiten und denen diese Informationen zu geben, damit sie nicht von den Informationen der Mainstream-Medien leben müssen, wo sie ja permanent nur manipuliert werden im Sinne des großen Geldes. Mhm. Für wen ist das Buch was? Und wer soll das lieber nicht lesen? Ich denke, dass es, also ich habe versucht, das so zu schreiben, dass jeder das verstehen kann. Weil das Finanzsystem ist ja aufgrund der Sprache und aufgrund einiger Verflechtungen und so weiter nicht so ganz einfach zu durchschauen. Aber ich habe es versucht, so einfach wie irgend möglich zu machen. Und deswegen glaube ich, dass jeder, der sich mal wirklich informieren will, wie das Finanzsystem heute funktioniert, dass der da drin also einige Informationen für sich finden wird. Mhm. Wer es nicht lesen sollte, also ich würde sagen, also falls es irgendwo noch Banker gibt, die auch noch eine gewisse Moral haben, dann sollten sie es auch lesen, weil dann werden sie auf jeden Fall ihren Job bei der Bank aufgeben. Mhm. Hatte Henry Ford mit seinem Spruch über das Geld recht? Ja. Auf jeden Fall. Wenn die Leute das Geldsystem durchschauen würden, hätten wir noch vor morgen früh eine Revolution, hat Henry Ford gesagt. Und ich glaube, er hätte damit recht. Herr Wolf, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Halt Ihr Buch nochmal in die Kamera. Bitte beschafft euch dieses Buch auf legalem Weg, lest es, legt es weg und überlegt euch, was nicht nur ihr, sondern was wir gemeinsam tun können. Eine allerletzte Frage an Sie, Herr Wolf. Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem Banker? Ich kenne ihn gar nicht. Aber Sie sind ja auch bei der Bank. Ich erledige das alles online. Also, aber Sie sind ja auch bei der Bank. Ja, ja, aber ich muss auch sagen, also Banker, also der einfache Angestellte an der Bank ist für mich auch ein Opfer des Systems. Mhm. Also es sind die Leute, die im Hintergrund da die großen Profite einschleichen, gegen die ich mich wende. Mhm. Also ich bin auf keinen Fall ein Feind der Leute, die in irgendwelchen Bankfilialen arbeiten, um ihre Kinder da durch die Schule und durch die Universitäten zu bringen. Und auch nicht gut bezahlt werden. Fall. Und die auch noch schlecht bezahlt werden dabei. Und das und ein Geschäft verrichten müssen, an dem andere sehr viel verdienen. Herr Wolf, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch für die Arbeit. Finanztsunami, wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht. Lesen. Es ist auch heiter. Man lernt sehr viel auch über Geschichte. Das finde ich daran spannend. Man kann es eben auch so durchblättern, wie man bei YouTube durchblättern kann. Kann in ein Kapitel springen und es gibt hinten noch wieder Quellen. Ich habe ja auch das ein oder andere Buch noch auf den Gebrauchtmarkt organisiert, auf den Märkten organisiert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und ja, toi, toi, toi. Ich glaube, dass das Buch nachgefragt wird und es gibt es auch in jeder Buchhandlung. Übrigens auch im KenFM Buchshop. Danke fürs Kommen. Ich danke Ihnen. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Ernst Wolf. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.